So, sollte laufen. So, dann. Hallo und willkommen zu Lufia 2. Osoma spielt im Hintergrund Kingdom Hearts Level 1. Ja, also macht gerade schon weiche sein Stream. Gut. Ich spiele dann mal das weiter, was ich letztes im August gemacht habe, letztes Jahr. Was ja auch schon wieder 9 Monate sind, wird ungefähr. Stört es dich dann, wenn ich was vorlese oder nicht? Weil ansonsten muss ich mich für dich muten. Ich hätte sowieso erstmal noch die Blitzmagie abgesehen. Ja, dann. Das wollte ich ja, glaube ich, als nächstes noch machen. Wenn ich mal wieder weitermache. Ja, du wolltest die Zauber. Ja. So, machen wir das mal so und dann. Ist der Weg frei. Und die 3 Truhen gehören mir. Ah, schön Drachenei. Ein Wunderring. Und ein Riesenschild. Fünf Dracheneier schon. Na, ein bisschen Erfahrungspunkte kann nicht schaden. Im Gegensatz zu Sommer kriege ich noch welche. Hier gibt es ja keine Level 1 Challenge. Aber freut mich, dass du das endlich mal angefangen hast mit Level 1. Ja. So. Sehe ich noch wenigstens den Chat, wenn ich mal drauf gucke. Ach ja, genau das, was ich noch vergessen habe zu erwähnen. Das Thema von Kingdom Hearts spielen. Naja, gut.
Kannst du eigentlich sagen, was das Ziel in Dark Souls ist, jetzt von der Story her, ohne zu spoilern? Ist das möglich? Das Ziel? Ja, warum du praktisch spielst als Figur, was dein Ziel ist. Weil ich wurde mal gefragt und konnte halt nicht beantworten. Andererseits weiß ich auch, dass es lang her ist, dass du gespielt hast. Das ist nicht das Problem. Zumindest öffentlich. Das ist nicht das Problem. Okay. Gibt es denn überhaupt eins in der Geschichte? Weißt du, ich bin tot und ich, ja, töte Gegner. Und hab dann halt einige Gegner, die halt stärker sind. Und ich bin halt nur so weit gekommen, dass ich halt gegen, Gargos gekämpft habe und dann so eine Motte, die ich nicht besiegt gekriegt habe. Oder Schmetterling. Also das Ziel von Dark Souls. Es gibt anscheinend eine Prophezeiung über einen auserwählten Untoten. Und du möchtest die Prophezeiung erfüllen. Achso. Es ging doch hier irgendwie. Oh scheiße, ich habe die Gegner vernichtet. Das war jetzt aber nicht mein Ziel. Ich wollte die noch bekämpfen. Jetzt habe ich mich um Erfahrungspunkte gebracht. Naja, egal. Dann ist ihm halt so. Jo, Donnerschlag, das ist gut. So, Kälteschock und Wasserfontäne. Krebsstein, habe ich den schon? Oder ist der neu? Ne, der ist neu. Bringt mir aber nichts. Hier komme ich nicht weiter. Hier ist eine Kiste. Und ein Feuerring. Okay. Bringt mir nichts. So, du bist hinüber. Nett. Dafür habe ich dich im Team. Gut, dann hier lang. Dann haben wir das aktiviert. Jetzt kann ich dann weiter. Hätte ich mal doch zuerst hier lang gehen sollen. Nee, egal.
Goodbye. Du hast Krebs. Guten Tag, Sie. Ah, guten Abend, der Herr. Hat er sich in deinem Chat gemeldet? Okay. Also nach deinem Kommentar in Telegram nehme ich an, du wusstest nichts von den Iris-Items in der Ahnenhöhle. Sie. Ja, ich werde mich auch noch mal irgendwann im Stream darum kümmern, dass ich dann das öffentlich sammle. Aber das mache ich dann erst nach dem zweiten Durchgang, wenn ich das Spiel zweimal durch habe. Das Spiel bietet ja noch so einen zweiten Durchgang. Bisher habe ich nur gemerkt, dass man da schneller levelt, aber angeblich sollte wohl auch schwerer sein. Okay, bis später, Xi. Okay, bis später. Hat er sonst noch irgendwas geschrieben? Er hat geschrieben, dass halt Daten übertragen zu viel Leistung ziehen, weil deswegen kann er später kommen. Ah, okay. Einen Krug auf jedes schwarze Wappen, da geht es weiter auf Schusters Rappen. Ah ja. Ja, ich kann das halt nicht so schnell verfolgen. Ah, okay, dann war der erste also richtig. Kann man ja doch verfolgen, wie es aussieht. Schlüssel gefunden. Yay. Das heißt, ich kann auf jeden Fall zum Boss mit dem Schlüssel. Komm hier, komm. Ihr zwei Beinen, Erfahrung auf zwei Beinen. Ich gucke ja auch aktuell noch das Special zu Dragon Ball Multiverse, ne? Kommt mir auch furchtbar gestreckt vor. Okay. Hätte schon längst vorbei sein können, aber naja. Habe ich so den Eindruck, das muss vielleicht sein, damit sie halt die Hauptgeschichte ein bisschen vorantreiben können derzeit.
Ach, hier war ich schon. Gratis Heilung ist doch immer was Schönes. Eine neue Attacke, schön. Okay. Jetzt ist es nicht mehr Donnerschlag, sondern Blitzattacke, okay. Nochmal zurück. Dann muss ich wohl hier lang. Okay. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe meiner Mutter schon zum Muttertag gratuliert. Meine hat es ja verdient. Meiner Meinung nach. Es gibt ja auch Mütter, die haben es nicht verdient. Gibt ja nicht nur gute. Mag ja sein, aber ich verstehe trotzdem den Sinn des Muttertags nicht. Ja. Da kannst du dich aber auch fragen, was der Sinn des Vatertags und so weiter, ne? Der Vatertag ist ja genauso sinnlos. Und abgesehen davon, es ist ja nicht mehr Vatertag. Ja. Das ist ja bloß ein selbst zusammengewürfeltes Zeugs. Das griffst die Himmelfahrt und nicht Vatertag. Ich verstehe auch nicht, was das Besondere daran sein soll, dass man halt beim Vatertag halt sich die Birne voll säuft. Ditto. Allgemein halt sich die Birne voll saufen. Naja. Ja, Lobbyismus, Kapitalismus, halt alles irgendwie so. Meistens Antrieb von einer Scheiße, die unnötig ist.
Aber ich bin ja auch traurig, wenn jemand, der mich 11 Jahre kennt, denkt, ich sei auf Seiten der CDU oder der Regierung, weißt du? Das finde ich traurig. Ist mir gerade durch den Kopf gegangen, falls ich fragst, warum. Na, wir beide kennen uns ja schon 9 Jahre. Und das mit Simon ist auch schon 5 Jahre her. Und ich vermisse ihn immer noch. Und noch mehr Fetzer. Okay. Das hat gut Schaden gemacht, das gefällt mir. So, die Panzerpferde platt machen. Pferdestein. Ist ein guter Tausch. Okay, Bombe habe ich. Okay. Dann erledige ich euch beide erstmal. Das bringt nichts. Okay, speichern wir mal hier. So. Ah, okay, da geht's schon zum Boss. Da will ich noch nicht hin. Es ist noch nicht Bosszeit. Auf jeden Fall bin ich wieder voll geheilt gewesen vom Feurigramm. Gut. Abwärts.
Bienenstein. Naja, dafür habe ich das also gemacht. Habe ich den schon gehabt oder nicht? Ja, viermal schon. Toll. Ja. Gratis Heilung. Aha, bist du feuerschwach oder warum schützt dich gegen Feuer? Ja gut, ich nehme an, der hat eine Feuerschwäche, von daher. Gut. Jo, dann gehe ich mal zum Boss. Ach, ist wohl noch ein kleines Stückchen, aber darf nicht mehr lang sein. Ah ja. Hieros. Du bist hier. Hieros geht es gut, nicht wahr? Keine Sorge. Ihm geht es blendend. Noch. Was hat dir mein Sohn angetan? Dunkle Mächte sind daran interessiert, dass dein Geschlecht für immer und ewig ausstirbt. Meine Blutlinie? Eigentlich ist es müßig, darüber zu reden, oder? Bewegt euch nicht. Noch ein Schritt und ihr werdet niemals wieder das Licht der Sonne erblicken. Oh, ich vergaß. Sein Schicksal wird grausam sein. Egal, was ihr unternehmt. Was? Maxi, jetzt! Okay, und der Kampf beginnt. Boah. Gut. Erhöhe ich meine Abwehr. Bekomme gratis Heilung. Wunderbar. Niedlich. Angriff erhöhen. Was ist das hier? Erhöht Intelligenz. Ja, kann man auch gebrauchen. 69. Okay, nochmal Angriff erhöhen. Attacke. Ja, das ist gut. Blitzattacke. Oh, ich kann doch mal Angriff erhöhen. Dann mache ich das doch. So. Machen wir mal Spiegel. Okay. Danke. Ego Kraft 3.
Okay, dann probier's mal mit Blutball. War nicht so viel Schaden. Gratisheilung, nett. Und der Gegner ist besiegt. Oh mein Baby Iris. Er ist in Sicherheit. Iris. Schön, dich wiederzusehen, Maxi. Ich habe meine Reise begonnen, wie du es mir gesagt hast. Ich habe an allen vielen Orten mit vielen Leuten gesprochen. Und ich habe Sedan getroffen. Ich habe Gardas besiegt und der Welt den Frieden zurückgebracht. Ist damit mein Auftrag erledigt? Eigentlich schon, aber dein Schicksal hat sich geändert. Was soll das heißen? Wenn du gestorben wärst, nachdem du Gardas besiegt hattest, hätte Frieden geherrscht. Aber du hast Sedan geheiratet und ein Nachkommen hinterlassen. Du hättest eigentlich diesen Turm nicht lebend verlassen dürfen. Aber ich... Der Fluss der Zeit ändert sich ständig, sodass auch ich nicht mehr in die Zukunft sehen kann. Aber ich kann dir sagen, dass für dich jetzt die Zeit gekommen ist, zu gehen. Um deine Lieben zu schützen, musst du wieder in den Kampf ziehen. Willst du damit sagen, dass es noch einen Gegner gibt, der stärker als Gardas ist? Wenn du tatsächlich die Kraft besitzt, das Schicksal zu beeinflussen, dann wirst du es eines Tages wissen. Maxi? Sedan, geht es dir was gut? Ja. Du wirst wieder in den Kampf ziehen, nicht wahr? Ich muss gehen, um Iris und dich gegen das Böse zu verteidigen. Ich gehe mit dir. Nein, das geht nicht. Du musst bei unserem Sohn bleiben. Wenn ich eine gewöhnliche Mutter wäre, dann könnte ich mit Iris auf deine Rückkehr warten. Aber ich bin eben nicht gewöhnlich. Ich kann kämpfen. Ich will kämpfen, um Iris zu beschützen. Vielleicht siehst du ihn nie wieder, wenn du jetzt mit mir gehst. Wenn wir den Feind nicht besiegen können, wird es mit dieser Welt sowieso bald vorbei sein. Aber was? Ich werde zu Iris zurückkehren und ein friedliches Leben mit euch beiden führen. Ich wusste, dass ich dich nicht davon abhalten kann. Gut, zuerst sollten wir Idura finden. Lass uns vorher noch nach Pandoria gehen. Wir können Iris ja nicht mitnehmen. Gut. Tante, pass bitte auf Iris meinen Schatz auf. Das werde ich sehen, dann. Doch warum ziehst du wieder in den Kampf? Es wäre doch so schön, wenn du nur Mutter sein könntest, oder nicht? Aber ich bin doch glücklich. Ich kämpfe für die Menschen, die ich liebe. Das musst du schon selbst wissen. Ich werde auf jeden Fall gut auf deinen Sohn Acht geben. Danke, ich wusste, auf dich kann ich mich verlassen. Sedan, du musst bald wiederkommen. Iris braucht deine Mutter. Ich weiß, Tante. So, das war's dann erstmal ein bisschen mit Text. Und wo steckst du gerade? Bei Samo. Ah, Tarzan. Du bist recht konzentriert und redest nicht viel, wa? Naja, ist bei mir auch oft, wenn ich gerade nichts zu sagen habe oder zu lesen habe. Besonders, wenn ich allein bin. Deswegen finde ich es halt schwierig zu streamen. Ja, aber es ist nicht genauso wie auch irgendwie wie aufnehmen? Nee. Beim Streamen bin ich eigentlich mehr darauf fokussiert, halt mit dem Chat zu interagieren, aber wenn der Chat nichts macht, dann bin ich irgendwie still. Naja, wenn im Chat nichts los ist, dann gehe ich praktisch sozusagen in den Let's Play-Modus.
ich hab das halt schon Let's Played. Ja. Ich reg mich jetzt auch nicht wirklich auf, wenn ich sterbe, weil ich jetzt genau weiß, dass es halt... Level 1 ist, ja. Eben. Naja. Ich finde Sabo ein bisschen unfair gerade, weil die Angriffszeiten, bei denen man die tatsächlich einhalten kann, ziemlich knapp bemessen. Und nicht wirklich ersichtlich. Ich hasse das, wenn er mich erstmal direkt als erstes anspringt. Das glaube ich dir. Ich mochte Sabo auch nicht als Gegner. Aber was mich dann noch mehr genervt hatte, war dann halt der Kampf gegen, wie hieß er jetzt? Das Chameleon, Clayton, ja. Aber noch schlimmer fand ich ja zum Beispiel dann auch bei Aladdin die ganzen Bosskämpfe. Aber momentan hänge ich ja bei Oogie Boogie fest. Weil die hauen mich ja mit so ruckzuck um. Die sind so schnell, die Kleinen. Boah. Weil Kingdom Hearts 1 halt so ein schlechtes Kampfsystem hat. Also so schlecht ausgeklügelt. Man merkt, dass es halt nicht für Level 1 ausgelegt war. Ja. Habe ich halt hier so ein bisschen meine Zweifel, wie gut ich durchkomme. Na, vor allem, weil ich finde auch Sora sich so ungelenkig fühlt in der Bewegung. Ja. Das ist genau der Punkt. Sora bewegt sich halt wie so ein... Wie als wenn er Wasser schwimmen würde, und zwar permanent. Vielleicht zu den anderen Teilen. Ja. Vor allem vielleicht von zurück zu Kingdom Hearts 3, wo er halt einfach so wirklich. Ich meine, klar, es macht Sinn, dass er dann halt hier noch unerfahren ist, was das Kämpfen angeht, ne? Hm. Das ergibt ja durchaus Sinn, aber ist trotzdem lästig. Aber das Blöde ist halt, Halloween Town muss ich erstmal schaffen, dass ich dann auch zu Peter Pan komme. Und dort dann halt von Schattensora dann meinen Zauber zu kriegen. Oder was auch immer ich da haben wollte. Ich glaube, das war der Vita-Zauber oder so. Oh Maxi, wir verdanken dir alles. Sei unser Gast. Okay. Maxi, ich bin mehr als freudig zu sehen. Seit der Sache mit der Nordkrotte hat sich der Prinz verändert. In Rosalka ist alles okay. Hm. Okay, jetzt habe ich rausgefunden, wie ich denn greifen soll. Falsch. Hier wollte ich hin. Hey, Maxi. Wo geht ihr beiden hin? Geil, Dicker. Wollt ihr etwa abhauen, ohne uns Bescheid zu geben? Ich denke, wir sind ein Team. Meint ihr wirklich, wir würden das nicht merken? Ich gehe nicht wegen euch mit, sondern weil es jemanden gibt, den ich beschützen muss. Du hast die Person, die ich schützen soll, immer noch nicht geheiratet.
Was weißt du denn schon von Liebe? Du hast ja noch nicht einmal eine Freundin. Meine Liebe ist mein Schwert. Du scheinst irgendwie eine Meise zu haben, normal ist das nicht. Ist mir egal, ich werde auf jeden Fall mitgehen. Schon gut, ihr beiden müsst tun, was ihr für richtig haltet. Stimmt, genau. Also, was ist? Gehen wir endlich? Guy und Deka schließen dich an. Willkommen zurück im Team. So, Gruppe ändern. Gut, wo gehe ich hin? Ich glaube, ich gehe mal nach oben. Schlagbaum. Okay. Ach, die beiden hauen immer noch gut rein. Gut. Klingt sehr begeistert. Ja, wenn ich direkt von dem Sprung erwischt werde, bin ich sehr begeistert, das ist richtig. Ja. Naja. Naja. Gut. Was war das hier? Aurabau? Ja. Mal schauen, wo ging es hier hin? In eine noch Sackgasse. Na, geht doch. Das war ja einfach. Ah, Blitzattacke, wie fühlst du das ab? Genug. Flora Mister. Aha. Glutball. Fackeln wir mal die Pflanzen ab. Das hat aber wenig Schaden gemacht. Egal. Trotzdem alle tot. So, jetzt ist keine Sackgasse mehr. So müde zu sein. Und das trotz 10 Stunden Schlaf. Ist egal, ob ich 6, 8 oder 10 Stunden schlafe. Ich bedenke, dass ich um 12 aufgestanden bin, ja?
Und ich höre, ich habe dich angesteckt. Ich habe vor dir schon gegeben. Gut. Und wenn du Clayton besiegt hast, hast du endlich Vita. Oder wenn die Welt abgeschlossen ist, eins von beiden war's. Naja. Ich frage mich, was Kiefer da überträgt. Kann ich ihn ja später mal fragen. Was wie er überträgt? Er hat doch was geschrieben von wegen Datenübertragung. Oh, 69. Oder habe ich das von dir falsch verstanden, was er im Chat geschrieben hat? Übertragung, einfach nur, du weißt, wie sie ist. Ach so. Stream. So, die Tür ist offen. So. Und wie ich sehe, wurde nicht angekündigt, dass ich streame. Oh, ey. Dieser blöde Bot, ne?
So. Habe ich mal selbst bei Discord eingegeben, dass ich streame. Dieser Drecksbot auch bei mir nicht funktionieren will. Bei anderen funktioniert er, aber bei mir nicht. Bei dir hat er auch nichts gemeldet. Hätte er das denn sollen? Ja. Habe ich dich einprogrammiert. Bei dir, Axi, und bei mir. Funktioniert irgendwie nicht. Ich guck mal, ob ich einen anderen Bot finde. Unzuverlässiger Scheiße. Und so macht man sich die Mühe, das einzurichten. Nee, das habe ich verkackt. Nochmal von vorn. So, jetzt aber. War doch nicht so schwer. Warum habe ich es verkackt, ey? Meine Fräse. So. Das haben wir auch auf Anhieb gelöst. Wieder ein anderes Item einsetzen. Gut, dann bin ich wieder hier. Nee, so rum. Komm her, komm. Nicht abhaut, kämpfen will ich. Paralyse. Lass mal stecken. Yay, Blitzattacke. Kletten geschafft. Glückwunsch. Ja, Klett allein ist ja leicht, aber halt mit dem Herzlosen finde ich es schwer. Und ich betone, dass ich finde. Zweiter Versuch, ich habe den mit dem Herzlosen First Touch in der ersten Phase einmal gemacht. Okay. Ja, du hast ja Talent, du hast ja auch besseres Reaktionsvermögen als ich. Ach, Lachsummer. Ja. Aber als ich geschrieben habe, Demensoma, ne, von wegen Anspielung auf Demenz, ich hoffe, du hast das als Scherz verstanden.
Ich dachte, das passt so irgendwie gut mit dem Z zusammen, Demenz. Obwohl ich erst auf Alzheimer wollte. Aber sie ist nicht schlecht kombinieren. Erhöht die Angriffskraft. Ach so. Ah. Neun Monate, ey. Meine Fresse. Die Zeit vergeht aber auch ständig schnell. Meinst du in dem letzten Stream? Zu dem Spiel, ja. Ich hätte gedacht, das wäre 2, 3 Monate her, aber 9 Monate? So kann man sich ja. Hoppala, Entschuldigung. Wollte mich gerade zu meinem Bett umdrehen, um zu gucken. Und hab dann vergessen, ach ja, das Headset braucht ja auch noch seinen Platz. Und damit dann gegen das Mikro gepoltert. Hier übrigens ist gleich wieder eine alternative Cutscene. Wenn du Alice vorher nicht gemacht hast. Ah ja, die Geschichten hast du ja schon mal erwähnt, ne? Ich frage mich, wie sich das ja dann auf das auf den Theatermodus dann auswirkt. Wenn du die Alternativen machst. Ich habe bisher nur gesehen, dass du nur eine Variante hast, aber ich weiß nicht, was passiert, wenn man beide mal freigeschaltet hatte. Dafür hätte ich schon 2 Durchgänge machen müssen. Gut. Mir fehlt der Schlüssel. Yay. Das ging flott. Der Gegner ist erledigen. Ja. Okay, was sind hier lang hier? Komme ich zu jeder Menge Gegner. Gibt es hier sonst noch irgendwas unten? Eine Truhe. Okay. Machen wir das mal.
Nee, Guy hat immer noch zu wenig Energie. Ich bin der Meinung, hatte ich schon, aber ich kann mal gucken, ob es jemand gebrauchen kann. Nö, und ich hatte es noch nicht gehabt. Gut. Ich schätze mal, der linke hier, den ich gerade erledige, dürfte Speedy-Saft besitzen, womit ich dauerhaft meine Geschwindigkeit erhöhen kann. Aber nur, wenn man Glück hat. Gut, hier scheint es uns nur Kämpfe zu sein. Gut. Schaue ich mich nochmal woanders um, ob ich noch einen Weg finde, den ich jetzt noch nicht hatte. Muss irgendwas übersehen haben, wie ich da hinkomme, zu dieser blauen Kiste. Ich will jetzt wissen, wie ich da hinkomme. Ach ja. Hey, ein Narkosezauber. Na, dann kommt mal her, ich schau euch um. So. Wir erstmal mit Schock und Glutball. Das dürfte hoffentlich reichen. Für eine Runde alle erledigen. Ja, hat gereicht. Schön. Stimmt, hier war ich noch nicht überall, ne? Okay, probiere ich mal den anderen Weg. Nerv nicht. Gut. Wo führt mich dieser Weg hin? Ah, zur Kiste, die ich wollte. Schön. Naja, dann haben wir es ja erledigt. Aber ist doch nicht so schwer. Ach, nur ein Gegner? Das geht schnell. So, Dose alle. Neunundsechzig. Wenn es so weitergeht, kann ich noch einen 69er
Zähler haben heute für den Stream. Was war das denn schon wieder? Ich weiß nicht, was du meinst. Ach, irgendein Krach im Wohnzimmer. Achso. Bestimmt einer der Katzen. Wobei, wenn Krach ist, ich sollte hier mal nachgucken. Nicht, dass Mary wieder einen Anfall hat. Okay, guten Tag erneut, Xi. So, da bin ich wieder. Danke. Bei dir geht es aber so gut voran mit Kingdom Hearts. Wo ich tagelang dran saß und du machst innerhalb von kurzer Zeit. Wenn ich so dann denke, zum Beispiel Phantom Aqua. Naja. Da habe ich sogar über einen Monat dran gesessen, weil ich dann auch zwischendurch mal wieder keinen Bock hatte. Und an sich waren das 10 Stunden Material oder so. Oder waren es 8? Na egal, auf jeden Fall in der Nähe. Die Gegner momentan können wir nicht viel, die meisten. Nur halt durch die schiere Menge wird es irgendwann nötig, mich zu heilen. Was? Aber vorhin hieß es doch noch von wegen, dass es jetzt perfekt wäre. Ich bin schon wieder zu leise für das Spiel. Was? Hat sich da irgendwas verstellt? Also bei mir bist du genauso laut wie vorhin. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ich meine, man hört uns kaum. Das Problem ist halt, das kann halt unterschiedlich sein mit dem
Ton. Wie gesagt, ich habe vorhin mit dem anderen Kopfhörern ja auch so gehabt, dass die dann automatisch die Regelung drin haben. Okay. Yay, Gratisheilung. Aber ich dachte, sie schaut nicht mehr zu wegen der Leistung. Dass das zu viel Leistung sieht. Naja. Ich hoffe, dass bei mir im Stream alles passt. Und ich sehe gerade, ich bin übelst laut in meinem Stream. Zumindest vom Ausschlag her. Bin ich schon im roten Bereich gewesen. Naja. Warum muss das jetzt sein? Ich muss mal. Kannst du mal kurz warten? Ich muss mal Stream muten. Du warst nicht gemeint, Osama. So, da ist es ja OBS.
ist auch wieder da. Naja. Machen wir den Auraberg weiter. Komm, geh auf den Scheiter. Geh auf den Scheiter. Danke. Das ist eine blöde Idee, zu warten, bis der Gegner auf den Scheiter tritt. Was ist geschehen? Wie sieht man nicht so oft Menschen? Ich bin Satos. Wie heißt ihr? Ich bin Maxi. Ich verfolge jemanden. Doch alle Schiffe in Alea wurden versenkt. Alle Und, Schiffe? Und ich liebe dich. Und ich dich. Alle Schiffe? Auch mein geliebtes Schiff? Das kann schon sein. In Alea konnte ich kein einziges intaktes Schiff entdecken. Ich war doch noch gar nicht dort. Wenn ich den erwische. Was machst du hier? Ich suche den Aurabaum. Mit einem Holz kann ich ein ganz besonderes Schiff bauen. Soweit ich den Aurabaum gefunden habe, werde ich das beste Schiff der Welt bauen. Aber das Monster da vorne ist zu stark, deswegen sitze ich hier und kann nichts unternehmen. Wir werden uns um das Monster kümmern. Seid ihr sicher? Natürlich, aber im Gegenzug musst du uns auf den Ostkontinent bringen. Ja klar, soweit ich das Schiff fertig gebaut habe. Abgemacht. So, speichern. Und da ist das Monster. Das könnte ja sein. So. Mit dem Kampf die Affe besonders stark? Ja, das können wir gebrauchen. Löwenherz. Ne, machen wir mal Furie. Und Speedy. Stevel halt bei mir. Okay. Okay. Wie kann denn das sein, dass ich halle? Außer du hättest deinen eigenen Stream noch an. Was hättest du gemerkt? Aber das würde kein Hall sein, sondern irgendwie so praktisch wiederholen. So ein Echo. Das würde bedeuten, dass mein Mikrofon dich über Discord nochmal abspielt. Sag mal was. Hallo, Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Osoma ist bei dir auch recht leise. Der Spielton könnte etwas lauter sein, aber man hört ihn trotzdem soweit. Was? Ich höre Osoma deutlich, aber gut, den Spielton lauter machen, ja? Ja. Sag jetzt nochmal was. Test 1, 2, 3. Das ist halt hier. So. Was sollen wir mal lauter machen? Also ich denke, bei dir müsste generell einfach System lauter sein. Okay. Na gut, mache ich mal lauter. So, ich hoffe, der Hall ist weg. Ist er noch gut zu verstehen? Okay, ich mache jetzt Spielton wieder an und dann gucken wir mal, wie die Lautstärke ist. Ich hoffe, dass dann das Osoma und Spiel Lautstärke passt. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht im Vergleich zum Spiel zu leise bin. Ich glaube, das war wohl zu viel. Soll ich Osoma wieder leiser machen? Oder das Spiel. Oder allgemein.
Das ist... Osoma müsste noch mal etwas sagen, okay. Ja, Test, hallo. Ich würde auch ganz gerne wissen, ob Stiefel bei mir jetzt noch halt oder nicht. Ja, dazu müsste ich auch mal was sagen, ja, das stimmt. Ja, aber gut, Xi war auch gerade bei mir im Chat, also eins nach dem anderen. Ja, man hört ihn gut, das ist gut. Das ist aber ein großer Baum. Ist es der Baum, den wir suchen? Ja, ganz sicher. Kannst du aus diesem Baum ein Schiff bauen? Natürlich, ich kehre in die Stadt zurück und hole Hilfe. Warte, was ist los? Das dauert zu lange. Wie bitte? Komm hierher und stell dich ganz nahe uns. Seh dann, wir sind soweit. Okay, Warp. Das ist also ein Warp. War das dein erstes Mal? Ja, ich kenne nicht viele Menschen, die über Zauberkräfte verfügen. Mir wird schlecht. Du bist zauberkrank. Das ist so ähnlich wie die Seekrankheit. Beim Klabautermann. Ich war noch nie krank und schon gar nicht seekrank. Du wirst dich schon noch an die Zauber gewöhnen. Nein, danke. Ich bleibe lieber bei meinen Schiffen. Bevor ich es vergesse, ich muss noch Holz für das neue Schiff besorgen. Ihr könnt in ein paar Tagen vorbeischauen. Dann sollte das Schiff fertig sein. Die Seeleute scheinen das Warpen nicht sehr zu mögen. Ich liebe das Warpen. Eine Reise auf einem Schiff dauert mir zu lange. Aber man kann nur die Orte aussuchen, die man schon einmal betreten hat. Das bedeutet, dass wir mit einem Schiff fahren müssen. Ob wir wollen oder nicht. Ja, stimmt. Okay, die Übertragung schreit dich an. Hä? Du meinst, bei mir war was heilig, okay. Oder redest du jetzt von unserem was Heiligen? So, ich habe jetzt ein bisschen runtergedreht, die Lautstärke. Ich könnte auch das Spiel noch mal ein bisschen leiser machen. Moment, falsches Gespräch. Ja, ich glaube, er benutzt Multi-Twitch. Was wollen wir anstellen, bis das Schiff fertig ist? Wir bummeln ein wenig in der Stadt herum und ruhen uns aus. Ach, da fällt mir ein, ich habe noch etwas zu erledigen. Ich auch. Ihr werdet die Stadt doch nicht verlassen? Ich werde mir hier die hübschen Mädchen mal betrachten, bei meinem Charme. Achso, bei mir ist alles in Ordnung. Ah, dann kann ich es ja wieder lauter machen. Keine geistig gesunde Frau fällt auf deine Anmache rein. Abwarten. Warum so selbstsicher? Du hast doch nichts, womit du angeben könntest. Maxi, wir schauen uns die Stadt einfach mal an. Männer! Okay, kriege ich hier neue Zauber? Aquata? Ja, ist neu. Tornado ist neu. Stärker. Warp kann ich nicht lernen. Helfer, das ist gut. Gut, dann habe ich alle Zauber gelernt. Kuberia befindet sich auf der kleinen Insel nördlich von hier. Dort ist auch die Ahnenhöhle zu finden. Man sagt, die Ahnenhöhle birgt unzählige Schätze. Heiltrank. Davon kann man nie zu viele haben. Moment, was? Was zum... Spiel ist wieder recht laut. Ich habe beim Spiel nichts und nichts verändert. Der Ton wirkt teilweise etwas verzerrt. Warum auch immer? Das hat doch schon letztes Mal einer gesagt. Ich sehe den Ton verzerrt. Es ist das, was ich vielleicht meinte mit diesem Lagging-Ton, als wenn du Überlastung beim Emulator hättest. Ich meine, sowas habe ich vorhin schon erwähnt. Da meintest du, dass dein Grabber ja irgendwie so Türen komisch macht. Also ich höre überhaupt nichts Verzerrtes beim Turnen.
Der Mann, der die Schiffe zerstört hat, wurde im Norden des Kontinents gesichtet. Ja, Vogelgezwitscher ist normal. Wann wird mein Schiff fertig sein? Meine Fresse. Lern lesen. Ich werde ein Schiff bauen, wie kein anderes zuvor. In ein paar Tagen ist es fertig. Jetzt wurde es etwas besser, okay. Silla war heute total mies drauf. Dieser Abschnitt der Welt heißt Nordland. Fährt man über das Meer, gelangt man nach Westland. In Westland gibt es viele Königreiche, zum Beispiel Alekia und Borneo. Sartor sollte jetzt daheim sein. Wenn nicht, ist er irgendwo am Hafen. Es wird etwas dauern, bis es soweit ist. Hallo. Sartor ist der beste und schnellste Schiffbauer aller Zeiten. Sollte Sartor fragen, ob er mir ein Boot baut. Hallo Maxi, ich wusste, du würdest kommen. Auch ein Krieger muss sich einmal ausruhen. Er hat nur seine Schiffe im Kopf. Mich langweilt das total. Der sieht aber süß aus. Ich mag rote Haare. Ist mein Haar nicht wunderbar? Ich zeige dir, was ich für dich tun kann. Weil mir auffällt, das sieht so ein bisschen weiß zurück aus bei ihm im blauen Haar. Sicher baut Sartos ein neues tolles Schiff. Gut, dann gehe ich erstmal ein paar Mal im Hotel übernachten und dann sollte ich weiter können. Ich weiß noch nicht, wie oft ich übernachten muss. Wir bleiben. Gut, ich probiere erstmal 3 Nächte und dann gucke ich mal. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Als ich gerade kurz reingehört habe, habe ich überhaupt nichts gehört. Oh, das wird das schon schaffen. Vielleicht muss ich das mal sowas machen. Ah ja, das Schiff ist fertig. So, vielleicht ist es jetzt weg. Schaut euch diese Schönheit an. Ich habe es geschafft in Rekordzeit. Unglaublich, du arbeitest so schnell wie der Wind. Naja, Übung macht die Meister. Ist es denn schon sehr fertig? Gut, ich muss sowieso mal eine Pause machen. Das kommt davon, wenn man den Hals nicht voll genug bekommen kann. Wer war denn hier? Das Knacken kam gerade davon, dass ich mein Mikrofon rausgezogen habe und wieder reingesteckt habe. Wer war denn hier so begeistert von der neuen Bekanntschaft? Du weißt gar nicht, wie anstrengend sie war. Anstrengend als Gard ist. Oho. Sie weiß nur, wie man mit solchen Typen umzugehen hat. Das ist alles. Sartos, kannst du uns auf den Kontinent Afrasia bringen? Warum nicht? Wo wollt ihr denn genau hin? Ihr könnt entweder nach Narcissus oder an den Hafen von Kuberia. Wo sich die Ahnenhöhle befindet. Narcissus. Auf nach Narcissus. Wie störend das ist, muss ich nicht beurteilen, das musst du beurteilen, weil ich persönlich höre es nicht. Für mich ist der Sound komplett normal. Aber ich höre ja auch nur den Ingame-Sound und nicht den Stream-Sound. Wir sind in Narcissus. Vor einigen Tagen tauchte ein Fremder auf und zerstörte alle Schiffe in unserer Stadt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch es war ein schreckliches Erlebnis. Der Mann, der die Schiffe zerstörte, ist in den Nordturm geflüchtet. Hier in der Gegend befindet sich ein äußerst gefährlicher Mann. Kommt aus dem Westen, nicht wahr? Ich habe euch noch nie zuvor gesehen. Wir sind zwar nur eine kleine Stadt, aber unsere Bürger sind sehr freundlich. Mein Schiff wurde zerstört, das ist mein Ruin. Was ist das für eine Flötenmusik? Ich muss gehen. Was zum...
Hey, was geht da vor? Wo willst du denn hin? Dort, ich muss zum Nordturm. Die Musik hat aufgehört zu spielen. Anna! Was geht hier vor? Ich weiß auch nicht. Alle jungen Frauen verlassen die Stadt und laufen nach Norden. Ich muss Anna folgen. Es ist nervig, wenn es bei dir sich nicht beheben lässt. Nur die jungen Frauen gehen. Das scheint mit der Musik zusammenzuhängen. Ja, denke ich auch. Aber ich bin auch hier. Vielleicht, weil du verheiratet bist. Ist das jetzt wieder bei allen so, oder? Ich mache mich mal in meinem Stream stumm. Aus irgendeinem Grund bist du anscheinend wieder leise und ich verstehe es nicht. Ich habe nichts umgestellt, Mann. Was für ein Käse ist das? Also, bin ich jetzt noch gut zu hören und das Spiel im Vergleich oder nicht? Ich meine, Stevie ist ja jetzt nicht zwingend wichtig, dass man den perfekt hört. Weil ich kann bei Stevie jetzt echt nichts noch ändern. Wenn ich nur ein bisschen lauter regle, heißt es oder das halt. Test 1, 2, 3. Okay. Scheint mir so normal zu sein. Gut, ich bin etwas leise im Vergleich zum Spiel, aber du hast ja schon was dazu gesagt. Also gehen nur die ledigen Frauen. Da geht etwas Merkwürdiges vor. Die jungen, ledigen Frauen verfügen über eine große Lebensenergie. Vielleicht ist es das. Wir müssen sie auf jeden Fall retten. Augenblick, Dicker, ich komme mit. Das wird nicht nötig sein. Ich komme trotzdem mit. Ich will auch etwas von den Heldenruhm abbekommen. Das gefällt dir, Mädchen. Du hast doch schon eine Freundin in Tanbel. Ja und? Warum heiratest du die kleine Tampel nicht? Oh Mann, ich kann mir diesen Schwachsinn nicht mehr anhören. Lass uns alleine gehen, Maxi. Ja. Warte, Maxi, wir gehen alle zusammen, das ist sicherer. Ja, zusammen sind wir stark. Alle Frauen sind zum Nordturm gegangen. Sie waren wie hypnotisiert. Oh Anna, was ist mit dir geschehen?
Ja, wenn er eine Freundin hat zu Hause, dann braucht er doch nicht irgendwie Frau noch irgendwie um den Finger bringen, indem er da irgendwie Heldentaten begeht. Lulu ist auch fort, keiner weiß wohin. So, neuer Shop, neue Ware. So. Okay, Plattenhemd ist gut für Deka. Wie, was machst du da? Also ich weiß, man kann Hass auf Donald haben, aber du musst ihn nicht so sehr treten. Okay. Fertig getreten. Dein Schild in seinen Kopf haben musst du auch nicht die ganze Zeit. Irgendetwas Seltsames liegt in der Luft. Ich kann es fühlen. Okay, ich lasse euch mal machen. Willkommen. Wumme, 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 wumme. Gut, dann. Ich hoffe echt, dass man die Pferde von drüben nicht hört. Fernseher höre ich nicht. Ja, drüben wird halt Mario 64 gespielt. Und ich höre das zwischendurch dann durch meine Kopfhörer. Ja, lass Mario leiden, er hat's verdient. Opferturm, okay, dann bin ich ja hier richtig. Gut, ich hoffe, dass bei mir weiterhin alles Paletti ist von der Tonqualität her, dass das nicht irgendwie hin und her geregelt wird, wie bei Osoma. Und ich werde mal sehen, ob ich nicht irgendwie mal Streamlabs OBS eingerichtet kriege und das hoffentlich nicht ständig abstürzt. Moment. Ich dachte, ich hörte im Hintergrund das Klavier aus Mario 64. Ah, das habe ich übersehen vorhin, den Kommentar. Also hört man es doch zwischendurch mal bei mir im Stream. Gut. Das ist gut, denn alles passt. Gratisheilung. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hört, wie ich trinke. Aber naja. Man muss hier irgendwann mal trinken im Stream, oder? Hey, komm her, du Feuerkükenkopf.
Oxy, wie war dein Muttertag heute so? Ich weiß ja nicht, wie dein Verhältnis zu deiner Mutter ist. Aber bei dir, Osoma, denke ich, das ist gut, weil du ja öfter zu deiner Familie gehst an irgendwelchen besonderen Tagen. Eine Feuerfrucht. Schade, dass trotzdem keiner zu Feuerfaust Ace wird. Also bei mir geht es hier mit der Temperatur momentan. Ich habe sogar Klamotten an. Wobei, ich könnte ja Kamera anmachen. Ich sollte nur vielleicht mal die Helligkeit runterschrauben. Ich drehe nochmal das Mikro. Ich hoffe, dass es so noch zu hören ist, vernünftig. Aber naja. Ich könnte mal drehen. So. Das Mikro vielleicht nicht ganz so extrem im Bild. So. Probieren wir es nochmal. Guten Abend. Guten Abend. Ich dachte so, hä, war da gerade was? Ich dachte erst, hä, war da Xi? Ja, bist du zu Hause, wie ich dann höre, 169. 69! Also ich hätte bestimmt die 69 ja schon 5 oder 6 Mal. Wenn ich die 169 nicht zähle. Okay. Und was wolltest du machen als Stream? Mega Man 7? Mega Man 7 geht denn heute bei mir los. Okay. Aber diese Tonprobleme und so bei Osoma, die hatte ich ja glaube ich vorhin mit der anderen Grafikkarte, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube danach war es ja nicht mehr so. Überlege ich gerade, nee, ob das vielleicht. Du meinst, ist was anderes. Was zockt dann jetzt eigentlich so, Mann? Gegen dem Hase 1. Und wie läuft's da bisher? Er ist auf jeden Fall schneller vorangekommen als ich. Damals. Ich bin auf jeden Fall verdammt dämlich. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Naja, also. Mir ist jetzt erst wieder klar geworden, dass ich eigentlich schon Heilung habe. Ach, hast du wieder vergessen, okay. Aber ich finde es schon interessant, wie oft Vergesslichkeit mit Intelligenz dann verwechselt wird. Naja. Gut, dann habe ich die beiden nochmal an die Front geschickt. Mit dem Enter rüber und die Küken greifen zuerst an. Yay! Ich hoffe, dass auch Pokespot jetzt laut genug ist. Ah, ich kann ja mal nachgucken. Also jetzt in meinem Stream bei mir. Ansonsten müsste ich dich lauter machen. Ich habe den Eindruck, ich müsste dich lauter machen. Okay, dann gucken wir mal. Ja, etwas lauter müsste ich, glaube ich, werden. Okay. Ich werde gar nicht erst probieren, dich bei mir zu lauter zu machen. So, ich habe dich jetzt auf Maximum gestellt, Pokespot. Okay, dann gucken wir mal.
Ja, ich glaube, so passt das. Okay. Gut. Bombe. Wow. Ich brauche nur noch einen Schlag, ernsthaft. Hast du Mega Man 7 schon mal gespielt oder wäre das komplett von Anfang an? Ich habe bisher nur Mega Man 1 bis 6 gespielt. 7 würde heute komplett neu angefangen werden. Okay. Wenn der Gegner geschrieben BASS, ne? Also in Sequenzen wurde er Bass ausgesprochen. Mhm. Als es damals so Videos gab. Falls du dich fragst, wie es ausgesprochen wird. Ich dachte früher Bass. Ich hätte mir schon denken können, weil basiert halt dann auf dem englischen Wort für Bass. Und das ist halt Bass. Ja, und Treble. Ich glaube, im japanischen Fort, oder keine Ahnung, wie man es ausspricht, heißt der. Gibt er auch Rockman in Fort oder Mega Man Base? Für Super Nintendo und Game Boy Advance. Ich habe mich jetzt halt entschieden, ich mache dann ab 19 Uhr. Okay. Krakenschlag, okay. Dann ich habe echt keine Ahnung, was das soll mit dem Tief- und Hochtouren. Ich muss doch bald mal irgendwann Elgato holen. Tief- und Hochtouren? Ich glaube, er spielt da eher auf Mega Man 7 an, was wir gerade besprochen haben. Nee, ich denke schon, dass er den. Bass und Treble? Meinst du? Naja, kann er ja gleich schreiben, ob er das meint. Ach ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Okay, es war also wirklich auf Burst and Travel angespielt. Du kennst doch Xia, Deutsch, Digga, nein. Ja, aber. Nachdem jetzt das bei mir scheinbar so ein Problem ist, die Zerrung von Ton, ich mir jetzt Sorgen gemacht, dass es das bei mir ist. Wie gesagt, also ich habe keine Fehler in deinem Ton gehört. Es war alles in Ordnung. Über Handy. Ja, er meint ja, dass das auch nur ganz kurz immer ist. Ach so. Hm. Wie gesagt, ich glaube halt wirklich, dass ich einfach mal dann als nächstes eine Elgato holen sollte mit. Ja. Wenn ich meinen Job behalten kann, kann ich mir vielleicht bald auch endlich mal was leisten. Wenn ich erstmal die ganzen Dinge machen, die. Oder Ava Media, da gibt es ja auch welche, die. Da kannst du direkt dann Mikro und Kopfhörer reinstecken. Es sei denn, du hast ein USB-Dingens.
Ja, oder direkt auf Festplatte aufnehmen mit so einem Gerät. Gibt's ja auch welche. Piranus, okay. Ich habe eine Telegram-Nachricht. Okay. Upscreen Entspiegelung Schutzfolie kompatibel mit Nintendo Switch Lite. Anti-Reflex Display Schutzfolie matt. Aha. Ja, bringt mir nur für meine Switch nichts. Eisring gefunden. Naja. Nö. Gut. Drachoras. So. Ach, ja. Okay, ich schreib noch mal kurz was. So, OBS in den Vordergrund und Spiel anklicken, so. Und noch mal Langschwert, yay. Ich bin zu weit runtergegangen. Mist. Er ruft doch Verstärkung, die spindet gleich wieder von dannen. Und tschüss. Okay, wieder hoch. Ah ja, hier muss ich lang, genau. Amokkrieger. Ah, den machen wir mal. Laufen wir mal an den Amokkrieger Amok. Ah, zwei Nachrichten. Gut, dann gehen wir mal dahin. Und ich vergesse ständig, dass ich die Kamera an habe. Wobei ich bemerke. Nein. 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 Nein, nein, nein. So, wollte ich sagen, genau. Ich glaube, ich sollte mich dann auch mal dazu entscheiden, die beiden Übertragungen von euch anzumachen. Kannst du machen, ja. Ja, stream beide auf Twitch, oder? Ja, kannst du also mit die Twitch nehmen, wenn du willst. Ja, das ist doch eine gute Idee. Soweit ich das sehe, hat Xi das auch. Aber Xi scheint wohl nicht mitsprechen zu wollen. Kann ich gut respektieren. Ich habe auch nicht immer Bock mitzureden. Oder Zeit. Ja, durch mein T-Shirt sieht man immer nicht so unbedingt, wie lang mein Bart ist. Weil Bart und T-Shirt verschmelzen so farblich irgendwie gerne. Zumindest so das, was ich sehe. Du hörst mich nur undeutlich. Okay. Jetzt frage ich mich aber, ob mein Mikro richtig rum ist. Ja, jetzt müsste es richtig rum sein. Achso, du hörst mich undeutlich bei Osoma, ja. Da können wir ja nichts gegen tun. Entweder Echo oder zu leise. Hm. Echo, hallig. Ist das eigentlich dasselbe oder ist das was anderes? Ja,
knallig ist, wenn man das Gefühl hat, dass es entweder so ein bisschen gleichzeitig, ne? Ja, okay, gut. Ja, stimmt. Ja. Stimmt, und Echo ist ja dann so wiederholend. Habe ich auch keineswegs so gesehen, verstanden, Xi. Alles in Ordnung. Wofür war der jetzt da zum Verschieben? Hm. Ach so, ja, falls man rückwärts rausgehen will. Ach, du elende Kacke. Kannst du mal zur Luft, die schließt dich an. Schön. Nee, ich meinte nur, hier in Discord meinte ich, dass du keine Zeit hast oder so. Das war auch keinesfalls böse gemeint. Den Teddy auf eine Weise runtergeworfen, die ich jetzt nicht erwartet hätte. Okay. Ja, so meint jetzt auch eine Advaxi. Oh, Mann. Ist auch immer derselbe Rotz mit der Stelle hier. Das einfach nicht so auf an die Pin. Obwohl, das sieht eigentlich schon recht gut aus. Ist es aber nicht. Weil du gerade geschrieben hast, Xi, dass du dann bei mir mit dabei bist. Wollt ihr dann noch im Anruf mit dabei sein? Ja. Okay. Ja, habe ich es jetzt geschafft? Wunderbar, ja. Geschafft. Ja. Wunderbar, ich habe das Rätsel geschafft. Ja. Und bei mir im Chat hat er geschrieben, mit Monster beschäftigt. Ja, ist auch komplett legitim. Ja. Gerade nebenbei auch noch beschäftigt, denn ich entspanne gerade erstmal noch ein bisschen. Deswegen, ich zocke jetzt gerade erstmal Grimm nebenbei. Die Eulen rollen. Mhm. Nummer 5, ja. Ja, ja. Ich muss jetzt Let's Play irgendwann mal zu Ende gucken. In der Spezial. Ja, genau. Wie, Pokespot macht ein LP zu? Nein. Nee. Aber die Aussage, die Eulen rollen 5, kommt halt von Gronkh. Ach so. Ja. Ach, diese 2020-Edition,
die er da gespielt, ja, mit den ganzen Mods. Mein Freund hat auch schon gesagt, Schande über mich, dass ich in meinem kompletten Leben weder Skyrim gespielt noch irgendwo gesehen habe. Ja, es ist halt auch schon ernsthaft, wie kannst du noch leben? Ja. Ja, und jetzt lebe ich ja wieder, weil jetzt spiele ich's ja. Achso, ja. Jetzt hat dein Leben erstmal angefangen, sozusagen. Jetzt hat mein Leben begonnen, ja. Vorher, ich wusste ja nicht mal, was Qualität ist, gell? So sieht aus. Nee, Ja, und ihr habt beide noch kein Borderlands gespielt. Schande über euch. Das ist auch interessant, das wusste ich auch Ewigkeiten nicht. Herzlichen Glückwunsch zum Nicht-Geburtstag. Und wenn ich es jetzt dann nochmal anspreche, nehmt Platz und ihr Leute und lasst euch recht beschenken. Und dann kann ich jetzt hier auf die Schule gehen. Ich möchte übrigens nochmal öffentlich applaudieren. Mein Freund und ich, wir haben ja gestern wieder Pen and Paper zusammengespielt. Mit seinem Onkel. Er hat für mehrere Charaktere Hintergrundgeschichten geschrieben. Ich war begeistert. Ich bin mir noch immer nicht sicher, ob die Geschichte jetzt wahr oder gelogen ist. Die Geschichte ist wahr. Sie ist wirklich gelogen, ja, alles klar. Nein, sie ist wahr. Wir haben zum Beispiel den Sohn vom König verprügelt, weil der uns zum Duell herausgefordert hat. Und hat sich herausgestellt, er konnte nichts und er trainiert seit 8 Jahren und deswegen der König hat ihn weggeschickt, weil er einfach zu beschämt war, sowas als Sohn zu haben. Auch sehr schön, wie die Bilder sich verändern bezüglich jetzt die Herzlosen, das sind wir komplett ausgeflippt. Das ging flott. Die linke Seite kriegen wir recht schnell hin. Ich weiß nicht, warum ich die linke Seite gut hinkriege, aber die rechte nicht. Da wo ich gerade in Skyrim bin, da hätte ich vielleicht schon früher hingehen sollen. Wo bist du denn? Na, ich bin gerade in irgendeiner Basis von den Abgeschworenen. Ja. Und so, mal erinnerst du dich noch an Spider-Horse? Fand ich ja auch recht lustig damals. Spider-Horse. Als die Special Edition noch gar nicht gab. Und irgendwann müsste ich dann wahrscheinlich auch mal die Hauptquest weitermachen. Geht eigentlich nicht. Ja, geht ja nur um das komplette Schicksal des Landes. Hat Zeit, ja. Die Hauptquest ist sehr... Sie ist ganz nett. Aber Skyrim machen halt mehr diese Nebenquests aus. Die Welt. Ich bin nämlich gerade in der Hauptquest zum Beispiel an einem Punkt angekommen, wo ich theoretisch die Akademie von Winterfeste machen müsste. Nicht viel davon. Fußpilz, ja, da! Ich hab trotzdem keinen Bock. Ich bin gerade da an der Stelle, wo ich 3 Bücher suchen musste und da habe ich keinen Bock drauf. Yay. Versuche ich lieber 100.000 andere Sachen für optionale Sachen. Ich find's ja auch lustig, immer irgendwelche Banditen oder so zu treuen, indem ich sie halt total verarsche. Vor allem, wenn ich sie mit Bogen beschießen kann. Wo ist er? Schleichangriff, Verstärkung. Habe ich dort auch schon gehabt. Oder schon vor dem Pen and Paper. Schleichschaden. Ja, ich schleiche halt relativ ungern in Skyrim. Ich schleiche viel. Erhöht meine Fähigkeiten auch beim Taschendiebstahl und so. Ja, ich weiß, aber ich mag das halt nicht so. Ich bin nicht so der Freund vom Schleichen. Ich mag die Taktik, die dahinter steckt, halt einfach nicht. Das ist mir zu feige. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Osoma ja auch gern mit Bogen und Schleichen gespielt. Maxi, schau, die Mädchen aus dem Dorf. Seid ihr gekommen, um uns zu retten? Genau, solange ich hier bin, habt ihr nichts zu befürchten. Wir sind jetzt in Sicherheit, oder? Ich habe schon gedacht, wir kommen hier nie mehr raus. Verdammt, das ist eine Falle!
Ach, ihr schon wieder. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr hier auftauchen würdet. Idura! Diese Mädchen dienen dazu, meinen Herren Gades wieder zum Leben zu erwecken. Ich lasse mich von niemandem aufhalten. Um Gades wiederzubeleben? Hast du die Macht, Gades wiederzubeleben? Ich habe diese Kraft nicht. Wer denn? Bald werden alle die vier Höhenfürsten kennen. Sie haben ihr Werk begonnen. Tut ihr immer noch so, als ob ihr keine Ahnung habt, von was ihr sprecht? Ich hasse sowas! Du, wo kommst du her? Entspannt euch, Mädels. Deka ist hier, um euch zu retten. Wirst du uns retten? Solange ihr an mich glaubt, kann kein Feind mich besiegen. Oh ja, ich glaube an dich. Nehmt euch in Acht vor seinen großen Worten. Sicher, er ist ein guter Krieger. Aber das Denken ist nicht unbedingt seine Stärke. Ha, lass sie nur reden. Ihr seid noch in der Falle und ich bin frei. Wer kann hier nicht denken? Er hat recht. Ich glaube an Deka. Danke, danke vielmals. Ihr macht mich unbesiegbar. Los geht's, Idura, ich bin bereit. Ich gebe auf. Ich kann nicht gewinnen. Die Mädchen gehören euch. Weil du so schön brav bist und heute meinen guten Tag habe, lasse ich dich am Leben. Ihr seid frei, Mädels, so wie ich es versprochen hatte. Oh, Deka, mein Held. Oh, nein. Verdammt. Na toll, du bist wirklich ein großer Held. Was hast du gesagt? Du bist Idura doch in die Falle gegangen. Und was glaubst du, wo du jetzt bist? Pah, das war ja fast zu einfach. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn Idura wegen nichts so angibt. Oh, mein Blut kocht. Überschätze dich nicht. Nur weil du uns in diesem lächerlichen Käfig gefangen hast. Der Fluchtzauber ist innerhalb des Käfigs unwirksam. Ihr könnt also nicht entkommen. Pah, wer braucht denn schon Magie, um auszubrechen? Was meinst du damit? Bitte geht doch freundlicherweise einen Schritt beiseite, Mädels. Hahaha, gebt doch endlich zu, dass ihr verloren habt. Aber Deka hat Kraft, das muss man ihr lassen. Vergiss es, du kannst die Barriere nicht durchbrechen. Ups! Vielleicht solltest du den Käfig nächstes Mal etwas stabiler bauen, was? Idura, das Spiel ist aus. Auf geht's. Mein Blut kocht gleich. Ich habe da gerade irgendwie minimal an den Blutrausch denken müssen. Ich habe keine Ahnung, wieso. No, ein Wolfsrudel. Wie niedlich. Ja, Xie, genau. So. Füllt jede Menge KP auf. Füllt viele KP auf. Also ne. Die Lego-Technik-Pfähle bringen noch relativ wenig. Ich habe einfach eine bessere Idee. Platziert einfach überall um den Käfig herum Lego-Steine. Dann treten sie da drauf und sterben. Ich glaube, es ging auch so darum, wie die gerade auseinandergegangen sind, die Stelle, die er kaputt gerannt hat. So, machen wir Kälteschock. Plasmastrahl, ah ja. Ach, schade, mein Kapselmonster ist weg. Ach so, okay. So.
du warst letzter Kampf. Ui, das war mir wenig geheilt. Okay. Dann nehme ich den anderen Heilzauber. Den verdichten wir mal. So, dürfen wir jetzt auf DK. Und stärker Selan und ihn. Die brauchen uns gerade am meisten. Im Kampf hier gibt es nochmal eine extra Tour. So. Der lebt noch. Was ich auch gerade noch mal ändern sollte, ist vielleicht, ich sollte vielleicht mal das andere Schlüsselschwert ausrüsten. Ah ja, das wollte auch noch machen, ne? Ein Durchgang ohne Rüstungswechsel. Ja, hier habe ich. Ach, das hast du privat gemacht, ja? Nee, ich habe den nicht beendet gehabt und ich hatte da irgendwie gefailt und war mir nicht sicher, ob es jetzt noch zählt und hatte keinen Bock mehr und dann habe ich den Stream beendet und. Ach so. Vielleicht setze ich das noch mal im Stream fort oder so. Aber naja. Jetzt erstmal nicht. Ui, das ging aber flott. Ich bin einfach hochgelevelt wegen Garde. Dann wird es Zeit für wie heißt du noch gleich? Der kann ja ganz schön flitzen. Das war rekordverdächtig. Vielen Dank. Auf Deutsch. Ich habe das nur geschafft, weil ihr an mich geglaubt habt. Anna! Karim! Geht's dir gut, Anna? Ja, ich fühle mich klasse. Ich wusste, du würdest kommen, Karim. Natürlich, lass uns zurückgehen. Emily! Ich hatte solche Angst. Jetzt bist du in Sicherheit. Kyla! Ich habe ständig an dich denken müssen. Das ging mir genauso. Lass uns ins Dorf zurückkehren. Vielen Dank, Deka. Weil du mich gerettet hast, möchte ich dich heiraten. Wirklich? Aber... Lulu! Ja, ich will dich heiraten. Ivan, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, Lulu. Geht es dir gut? Ja. Es tut mir leid, Deka. Ich habe vergessen, dass ich bereits mit Ivan verlobt bin. Tschüss. Oh, Entschuldigung. Ich habe vergessen, ich bin ja verlobt. Dann mal auf Wiedersehen. Krieger brauchen keine Frauen. Mein Schwert ist meine Braut. Lass wir ihn für eine Weile alleine, aber Maxi? Ich weiß, es geht um das, was Nora gesagt hat, nicht wahr? Die Wiederbelebung von Gardas und das Werk der vier Höllenfürsten, oder? Als wir mit Gardas im Westturm von Gordovan kämpften, nannte er sich einen Höllenfürsten. Du denkst also, es gibt noch drei weitere Höllenfürsten wie Gardas? Ich weiß es nicht, aber Itura sagte, dass die Leute bald die vier Höllenfürsten kennen. Und wir werden sie auch kennenlernen. Ja. Egal ob Höllenfürst oder nur ein Blob, ich kann alles schlagen, ich bin unbesiegbar. Ja, ja, schon gut. Lass uns jetzt nach Narzissus zurückgehen. Schatz? Scheiße. Schatz? Ja. Ob alles in Ordnung ist? Keine Ahnung. Ich hoffe es doch. Ja, Maxi. Alles klar? Ah! Ah, vermute ich auch, dass es das mit der Katze ist.
So, jetzt richtig rum. Ist alles in Ordnung, Steve? Ja, jetzt ist alles in Ordnung. Ich weiß nur nicht, wo mein Hausschlüssel ist, aber Merlin hat da gerade Papier gehabt und er wollte das fressen. Das habe ich ihm weggenommen. Ah, okay. Ja, ja, schon gut. Lass uns jetzt nach Narzis zurückgehen. Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Ich habe scheinbar den Fluchtzauber an dich. Ich dachte, ich hätte ihn schon. Obwohl. Nee. Ja, ich gebe da vollkommen recht. Deswegen. Ja. Wir waren gerade leicht besorgt. Ja, vor allem meine Verlobte hat nicht reagiert, als ich sie gerufen habe. Viel Erfolg, sie. Ja, viel Spaß. Ich halte es auch nicht so für gut, wenn der Kater dann hier Papier fressen will. Vor allem, wenn das Merlin ist, der schon angeschlagen ist. Ah, moin, Tass. Falls es so ausgesprochen wird. Tass, Tess, keine Ahnung. Tess, ah, okay. Guten Abend. Und lief gestern noch alles im Spiel so wie gewünscht? Das Spiel, das sie gestern gespielt hat. Achso. Im Stream. Ja, gestern schon. Okay. Heute nicht. Ich habe bisher doch noch nicht die Videos gerendert, die ich rendern wollte. Aber es kommt schon noch. Nebenbei Pokespot. Ja. Wir müssen irgendwann demnächst mal wieder aufnehmen. Oh, dann ein Runpa geht wohl alle. Naja, ich weiß nicht, wie lange ich noch habe, aber ich meine, ich bin jetzt bei der Früchteverhandlung. Das sind ja nur noch so an die 40 Folgen. Unschön. Ja, was gut, ist denn das passiert? Ja, stimmt, da gab ja noch eine Verhandlung. Das war noch ein komplettes Kapitel. Ja, ja, ich erinnere mich. Jetzt frage ich mich, ist das jetzt Emulator oder Original gewesen? Okay, ich muss mal kurz muten. Hast du gerade etwa eine der besten Klassenverhandlungen überhaupt vergessen? Ja. How could you? Du darfst dich jetzt ab in die Ecke stellen und dich schämen. Und falls du schon in der Ecke stehst, dann geh in eine andere Ecke.
Okay, Emulator, da ist mir nicht bekannt, dass der Spielstand irgendwie kaputt gehen kann. Es sei denn, dass irgendwas beim Spielen abgeschmiert ist, während des Speicherns oder so. Das ist ja komisch. Und im Original auf dem GBA könnte aber auch sein, dass es mit dem DS verwechsle ist, wenn man kaputten Spielstand hatte, wurde der vorherige geladen. War trotzdem ärgerlich. Ich hoffe, du kannst das wieder hinkriegen da. Aber Smaragd in Original würde ich eigentlich auch nochmal spielen wegen der Kampfzone. Ja, die Kampfzone ist schon was Feines. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich die mit meinen Freunden mal mache. Ich will ihn verzweifeln sehen. Ja, ich möchte da irgendwann mal die ganzen Gold-Dinger haben. Ja, das wird eine Herausforderung. Und ich weiß auch, Osoma interessiert das ja dann auch. Er meint, er würde gerne mal sehen, dass das jemand schafft. Ohne Cheats und so. Also für die Goldachtzeichen muss man auf jeden Fall schon ordentlich was drauf haben. 69. Da würde ich jetzt schon sagen, das Mindestanforderung dafür tun, so grundlegendes Verständnis über das kompetitive Spielen sein muss. Aber schade, dass das über Online nicht zu verbinden ist mit dem Kämpfen und so ohne Absturzgefahr. Da habe ich ja schon selbst am eigenen PC mit manchmal Probleme. Wenn ich da was hin und her tauschen will, klappt das nicht hundertprozentig. Aber dazu habe ich ja vor Ewigkeiten mal ein Video hochgeladen. Okay. Die Tür ist offen. Wow! Die anderen haben gerne Save States genutzt für Randomizer Nuzlocke. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn ich Spielstände lade von den Save States und dann halt Normalspielstand nutzen will, dass das halt dadurch zu Korruption kommen kann. Also dass es dann kaputt ist. Und ich hasse es, dass die Kamera ständig schräg ist. Ich kann die auch nicht festmachen, irgendwie richtig. Kleines Detail, was ich auch erst vor kurzem gehört habe. Diese Honigtöpfe hier zeigen an, wie viele der Seiten komplett abgeschlossen hast. Und die sind gefüllt, wenn du sie abgeschlossen hast. Okay. Das ist interessant.
Oi. Sei paralysiert, eine tot, nicht gut. Könnt ihr mal aus der Paralyse rauskommen? Okay, ich habe ja noch Heiltrank, also kann ich sie ja wiederbeleben. So. Wenn du das nicht gemacht hast, dann frage ich mich, wie das wirklich kam. Das kann es eigentlich nur durch einen Randomizer sein, denke ich. So wie du vermutest. Ich kann übrigens jetzt hier nicht gehen, weil Merlin sagt schon, wegen geht's das Hit, bevor irgendwas anderes in das geht. Das haben sie auch nur gemacht, dass man gleich Rico begegnet. Hm. Ich darf den Gummijab nicht einsteigen, ausnahmsweise mal, weil Rico ist ja, sobald man Merlin verlässt. Ja. Du wirst nicht schon, wie sie ihre Cutscenes getriggert kriegen. Oh, ich bin tatsächlich zurückgegangen. Na, Sonja? Mausi? So. Ja. So, ich bin nochmal kurz weg und dann bereite ich meine Sachen schon mal vor. Mach das. So. Gut. Die Gegner hier machen schon Ärger und das, obwohl ich schon ziemlich gelevelt bin, ja. Zumindest mit 3 der 4 Charakteren. Nur die kann ich. Wo denn? Ich hatte auch gestern überlegt, ob ich vielleicht Breath of Fire 3 nochmal streame. Aber hätte neu angefangen. Da irgendwie ein Teil vom Stream fehlte. Da YouTube den gefressen hatte. Wow, deshalb streame ich auch nicht mehr auf YouTube. Ja. Ja, der Name Guy, ne? Aber bei Naruto gibt's ja auch Guy Sensei. Maito Guy. Der mächtige Kerl oder Typ. Okay. Dekaschwert gefunden. Ach so, okay. Wird ja so geschrieben, ja. Hm. Ah, jetzt verstehe ich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich.
Abwärts. Okay, ich dachte, das war so. Seltsam. Ja. So, wieder da. Willkommen zurück. Ah, ich sehe Osoma. Du bist gerade der Mafia-Boss. Mafia-Boss? Die Gummistein-Mafia. Hm. Ich hatte gerade einen kleinen Herzkasper bekommen, weil ich kurz dachte, ich habe die Mega Man Collection 2 nicht installiert. Nee, war die X1 Collection. Ach so. Ja, zum Glück war es keiner. So, ich gehe mal schon mal gleich wieder auf Twitch. Löwentatze. Mehr Löwentatzen wären auch nicht schlecht. Ja, verflucht Medusa. Sonja. Mäuschen. Süße kleine Maus, ne? Frag mich, was jemand so treibt. Liebling, was treibt denn Simon gerade? Sonja, dann wieder das Typische. Sonja ist bei mir. Kannst du bitte machen? Ach, du hast Merlin auf dem Schoß, okay. Dann mach ich jetzt. So. Ich hab ein neues Design. Na, halt im Creator Studio. Das war viel praktischer früher. Drachoras, naja. Ja, so einfach ist das nur leider nicht. Aber Leckerlis müssen eigentlich kommen.
außer Simon. Wenn er jemanden nicht kennt, dann versteckt er sich unter dem Sofa oder woanders in der Ecke. Vor Fremden hat er Angst. So, das sollte passen. Jurahan. Mal sehen, wie lange du überlebst. Nicht lange. Ja, die Attacke ist heftig. Als ob das so schwer wäre. Oh, eine Löwentatze. Ich wollte doch eine zweite haben. Jetzt habe ich eine. Die gebe ich dann mal Selan. So. Ja, gibt immer Ausnahmen, ne? Ja. So. Ging das mit Bomben oder erst mit dem Amboss? Okay. Das ging auch mit Bomben. Gut, dann lege ich den Schalter da rechts um. Und diesen Flammschiel gebe ich auch noch den Rest. Ich glaube, ich benutze mal hier Aquata, weil brennende Schädel lösche ich mal den Schädel. Ich hasse ja fliegende Schädel. 69! Ja, das tust du. Ja, seit vor ein paar Jahren dann halt schon. Mit der Link to the Past. Da sind mir so ein paar fliegende Schädel sehr, sehr auf die Nüsse gegangen. Aber Osoma erinnert sich wahrscheinlich nicht mehr daran. Das war noch im Ostpalast. Glaube ich. Warum hast du gegen die gekämpft? Nee, das. Da sind sie mir das erste Mal auf den Sender gegangen. Richtig auf den Sender sind sie mir dann im Schattenpalast, glaube ich, gegangen. Ich wiederhole, warum hast du gegen sie gekämpft? Ich wollte nicht gegen sie kämpfen, sie haben mich genervt. Ja, du musst doch in dem Raum nicht mehr lange bleiben und du kannst sie vollkommen ignorieren. Oi. Die haben einen Dicker gekillt. Na Sonja, was los? Also dann bist du extrem nachtragend. Das überträgt sich dann sogar auf andere Universen. Ja, scheinbar. Komplett grundlos. Komplett grundlos. Aber sowas von 1000%. Ich möchte hier jetzt keinen bösen Kommentar bringen, aber das hat was von wegen Mickey-Hass. Mhm. Simon, komm mal hier. Simon. Simon! Na, bist du wieder rein, Sonja? Okay. Ja, aber jetzt. Okay. Na, Simon? So, bin ja wieder draußen. So, ich habe alles vorbereitet. Ich wäre fertig. Gut. Dann kannst du ja in 5 Minuten beginnen. Ja. So. Ich war Tornado. Und die heilen. Simon, kuscheln? Simon? Kuscheln? Bist du kuscheln? Ui, das ist ein neuer Schädel erschienen, wie ich sehe. Ja, ist doch niedlich. Die vermehren sich auch noch, ey. Drecksdinger. Ja, zu niedlich, ja. So. Würde man sich doch glatt einen als Haustier halten.
Nein. Doch. Oh. Es gibt nichts Schöneres als fliegende Totenschilder. Simon! Die sind perfekt für die Ästhetik. Komm hier, kuscheln. Och man, der kommt guck nicht. Mal. Die brennen sogar noch. Das heißt, du kannst dich damit anscheinend ein Feuer schneller bewegen. Wenn du so einen an deiner Seite hast. Schön, dass ich das schon erledigt habe. So, Medusa. Okay. Tornado. Simon. Simon. Komm mal hier. Komm. Farmst du jetzt eigentlich gerade nur Level oder? Ja. Ja gut, okay, muss das Level sein. Ja. Uzuma, du machst eine Level 1 Herausforderung. Farmst du da gerade Level? Ja, vielleicht ist Uzuma ja doch doof. Also es gibt Personen, da kann ich mir vorstellen, dass sie bei einer Level 1 Herausforderung probieren, Level zu farmen. Du musst doch nur Level farmen. Dann ist das Spiel doch gar nicht so schwer. Level 1. Ja. Müsste halt mal ein bisschen mehr als Level 1 machen. Junge, das ist eine Herausforderung. Hä? Ja, das ist doch nicht so schwer, das ist doch nicht so schwer, wenn du ein bisschen hochlevelst. Der verarscht mich gerade. Ich hab die Level 1 schon für 100 locker geschafft. Die Herausforderung ist ja, dass man mit Level 1 startet, oder? Deswegen heißt es hier Level 1 Challenge und nicht Level 5 wie im Pokémon. Hab ich dich endlich. Okay, ja. Keine Ahnung, was Schwierigkeit ist. Ja, Troll, genau, Troll. Ich fühlte mich auch gerade getrollt von dem Mistding. Ja, das ist auch ein Troll. 69. So, ein Troll schon mal tot. Okay. Simon, willst du um den drauf, ja? Sonja! Sonja! Sonjachen! Zu. So. Gut, im Übrigen ist gleich 19 Uhr. Oh. Ja, jetzt ist Punkt 19. Jedes Mal, wenn ich etwas vorhatte, habt ihr mir dazwischen gefunkt. Jetzt kann ich mich nirgendwo mehr blicken lassen. Wovon redest du? Mein Meister Amon wird mir nicht mehr verzeihen. Amon? Er ist einer der vier Höllenfürsten. Der Herr des Chaos. Er hat mir einmal vertraut. Und dank euch habe ich dieses Vertrauen verloren. Ich habe nichts zu verlieren. Aber ich kann euch nicht leben lassen. Sagt auf Wiedersehen. Ich dachte, den habe ich gekillt vorhin. Hm. Okay. So, ich würde dann jetzt auf meine Übertragung starten. Ja, und ich werde mich muten, weil gleich gesaugt wird. So, dann in 3, 2, 1. Warten wir noch vor. Ich will da
überrascht, wie einfach das hier geht. Ich habe schon wieder im Bus gesplittet. So. Gut. Dann starte ich jetzt das Spiel. Und könnte einer von euch mal gucken, ob das vom Spielsound her passt? Und noch mit euch halt im Hintergrund, ob da irgendwas leise gedreht werden müsste und so weiter und so fort. Ich mache das Spiel mal provisorisch etwas leiser, da es vom Ausschlag in OBS etwas doch stärker aussah. Dazu müssen wir das Ganze nur noch anpassen, dass es bei euch beiden passen würde. Das heißt, da müsstet ihr beide dann mal reden und gucken. Soma? Was? Kannst du da mal kurz nachgucken, ob es vom Sound passt? Okay. Da müsstet ihr beide dann halt auch kurz noch was sagen, damit wir nachgucken können, ob es klappt oder nicht. Test. Also mich habe ich gehört. Also passt vom Verhältnis her mit der Musik? Oder sollte ich dich lauter stellen? Ja, würde ich sagen. Passt so. Okay. Dann Einstellungen. Okay, hier ist nichts Interessantes. Gut. Dann die verschiedenen Spiele. Ja. Würde ich sagen, Mega Man 7 fangen wir dann jetzt halt an. So, Optionen. Hier dürft ihr eine Steuerung einstellen können. So. Rechts, auf rechts nach links. Okay. Hintergründe. Ja, lass mal auf einen stehen, wenn mir jetzt gerade vorher nichts angezeigt wird, oder? Nee. Ja, Pokespots bringt jetzt auch. Okay. Dann würde ich sagen, beginne ich jetzt mit Mega Man 7. Mhm. Kann das nicht ein bisschen schneller gehen, Auto? Die Stadt wird angegriffen. Ich probiere es mal ein bisschen hoch zu drehen. Bleib mal bitte ruhig. Oh,
Haltet euch gut fest. Ah, der Text so schnell. Ja, auf Twitch. Ich sehe gerade, Goofy ist Level 2. Warum ist Goofy Level 2? Dafür kann ich aber nichts. Okay, also ich fasse mal zusammen, was jetzt passiert ist. Also, die Stadt wird anscheinend gerade von Dr. Wily angegriffen. Der benutzt dann scheint wieder mal irgendwelche Robot Master, um für Tumult zu sorgen, damit er jetzt quasi sicher fliehen kann. Auffällig ist an diesem Spiel schon mal die neue Optik und das Sounddesign. Und dass es sich irgendwie, ich weiß nicht, vergleichsweise etwas langsamer spielt. Da kann mir sein, dass es nur so vorkommt. Ich glaube, es kommt dir nur so vor, weil es halt ob in einer anderen Grafik oder selber Geschwindigkeit ist. Na, das wirkt halt etwas seltsam. Das Ding war lästig. Und da haben wir wieder mal die Löcher des Todes. Ist das Mega Man? Sag bitte besser, wer du bist. Ja, danke für die Information, dass er halt mit Level 2 startet. Pokespot ist offline, steht da bei Katze. Ich weiß es nicht. Hast du einen anderen Kanal als... Ja, ich habe einen anderen Kanal. Achso. Gut. Dann hast du deine Erklärung. Also ich bin Buzz. Oh, Bass, und er ist Trouble. Wir haben probiert, Dr. Wily jetzt schon für eine Weile aufzuhalten. Du bist viel zu schwach, um gegen Wily zu kämpfen. Vielleicht solltest du dieses Mal lieber das anderen überlassen. Lass uns gehen, Trouble. Okay, du bist viel zu schwach, um gegen Dr. Wily zu kämpfen, Mega Man. Ich erinnere dich an die 6-mal vorher, Base. Ja, wollen die mich gerade hier so ein bisschen verarschen, oder? Warum?
Ja gut, dann schränkt halt die Wahl meiner Robot Master am Anfang ein auf 4. Toll, danke. Ja, könntest du jetzt ein 2 vorne zählen. Ja, dann oben, unten, links oder rechts. Ist jetzt natürlich schwer, gell? Da könnte man überfordert sein. Absolut. Ich würfel mal einen W4. Jetzt muss ich nur ein Würfelset finden. Kein passendes. So, zurück zum Spiel. Ja, dann fangen wir halt oben an. Gut. Freeze, man! Bereit? Was mich vorher mal interessiert, gibt's hier irgendwelche Secrets in den Leveln? Ja. Okay. Aber die sind nicht unbedingt so offensichtlich. Okay, mal gucken, ob ich's zu finde. Ja, das war ein interessanter Eisbär. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie kein Freund von der neuen Optik, muss ich sagen. Ich habe jetzt auf Mega Man immer 8-Bit verbunden im Endeffekt und naja. Es gibt auch eine 8-Bit-Version von Mega Man. Aber die ist ja nicht in der Jizzy Collection drin. Mhm. Und von daher, das hier soll dann ja die offizielle moderne Variante sein, um diese Spiele zu spielen. Ich glaube, also das ist das Spiel so. Wie bitte? Es ist nur dieses Spiel so. Mega Man 8 hat nochmal eine andere Grafik und Mega Man 9 und 10 sind wieder 8-Bit. Was sind eigentlich das für komische Schrauben, die ich hier bekomme? Das ist eine Währung. Willst du halt aber sagen, dass Mega Man jetzt halt noch Steuern zahlen muss und dafür Geld braucht? Nö, aber du kannst halt zusätzliche Items kaufen. Aber ich muss nicht, oder? Ne. Also, ich weiß nicht, ob du... Ob alle... Oh nein, das hätte ich glaube nicht. Für... Ja, das hätte ich nicht tun sollen. Ja, also ich bin eigentlich gar kein Freund von Eisleveln. Toll, dass ich mir wieder das Schönste zum Anfang ausgesucht habe. Und dann auch noch mit so richtig tollen Gegnern, die so unnötig viel aushalten. Von den Dingen, die leben sind, dass du öfter machst Angriffe oder was? Auf jeden Fall das Ding zu viel aus. Eine andere Firma hat sich eingemischt, darum wird es jetzt gehandelt. Okay. Verstehe ich's dir. Quasi das Problem mit den Robot Master, warum es am Anfang nur 4 Stück gibt.
Liegt also daran, dass eine andere Firma sich eingemischt hat, verstehe. Du weißt schon, eine andere. Fängt auch zufällig mit E und A an. Hörst du auch mit den Buchstaben auf? Nee. EA. Eine andere. Ja, ich weiß, es gehandelt Deutsches. Ich mag Eislevel nicht. Möchte ich nochmal nebenbei anmerken. Wie sieht's dann eigentlich aus, Xi? Wolltest du nicht noch im Anruf mit dazukommen? Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Level jetzt schon. Eismechaniken nerven. Erstmal wieder bei der Classic-Reihe einfinden. Ist jetzt ja auch schon länger her, dass ich dir den letzten Teil gespielt hatte. Mann, dieses scheiß Item ist der Gegner. Okay, Xi. Na gut, positiv sehen. Hiernach habe ich dann immer wahrscheinlich das schlimmste Level im Spiel weg. Ich komme mir vor wieder wie in Mega Man 1. Da hat man auch so stark gerutscht. Oder war das Mega Man 2? Jedes Eislevel? Wie bitte? Beide? Na, ich meine wegen... Weil Mega Man hätte doch in irgendeiner Klassik-Spiele sich doch Öl unter die Schuhe geschmiert. So, das war Mega Man 2. Ja. Komme ich mir gerade wieder vor. Ich mag einfach diese Eismechaniken absolut nicht. Slide to Death Man. Aha. Wie Steve ihn so gerne nennt. Oh, Junge! Ich mag das Level nicht, ganz ehrlich. Ich hasse Eislevel. Und vor allen Dingen sind diese Eisbären nervig.
Okay, ich glaube, da komme ich nur mit Waffe hoch. Habe ich eigentlich schon irgendwelche Waffen? Fällt mir gerade auf. Den ersten Level? Ah, doch, ich habe Rushed Coil. Wow. Es ist besser als nichts. Mhm. Aber das heißt, ich wäre doch schon da oben hingekommen noch. Kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Okay, da oben gibt es irgendein Item mit Rush drauf. Muss ich mich mal dran erinnern, dass ich das hier noch holen muss. Vielen Dank, Spiel, für die tolle Waffenenergie. Hi, Katze. Gut, jetzt kann ich wieder reden. Okay. Ja, fertig gesaugt drüben. Und die Saugegeräusche möchte man ja nicht unbedingt hören. Ja, das stimmt. Ja, Slide to Death Man Mega Man 2. Da hat Uso mal recht. Ich hab Cloud besiegt. Sehr gut. Glückwunsch. Das ist normal, aber Level 1. Nein! Auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad, ne? Von Final Mix auf Level 1. Achso, ja. Profi-Mix, Profi-Level 1. Na, Sonja? Ich liebe dich. Gottverdammten Eisbären sind so elendig. Ja. Ach so, und wenn du bei Freezeman bist, ne? Das erste Mal in seinem Raum. Nicht bewegen. Warum? Musst du mal sehen, was er dann macht. Also er wird dich nicht angreifen, bis du dich bewegst. Das versichere ich dir. Ich finde es halt lustig, was er da, wie er dann sich... Das ist sowas ähnliches gab es ja auch bei Skyman. Nur halt bei ihm anders. Ich weiß ja nicht, ob Bosoma weiß, was ich meine. Ich verstehe halt nicht, wieso in gefühlt jedem Mega Man Spiel irgendwo eine Eismechanik drin sein muss. Ja, oder Wasser, ne?
Ja, Wasser kann ich nachvollziehen. Wasser finde ich ja nicht mal so schlimm. Mich stört halt vielmehr so eine nervige Eismechanik. Oh, bei der ich keine Scheißkontrolle mehr über Mega Man habe. Ja, Slide Deathman. Und ich finde im Übrigen, das Spiel fühlt sich langsamer an als die klassischen Mega Man. Ja, vorher. Das stört mich halt auch irgendwie. Vor allem auch, wie er springt und alles. Ja, hier ist das Gameplay halt nicht so rasant. Ja. Das ist jetzt erstmal deutliches Umgewöhnen. Ja, bei Mega Man 8, ja, das war ja dann PlayStation 1. Und dann 9 und 10 sind wieder so 8-Bit-mäßig. Ja, da freue ich mich schon drauf. Und 11 ist dann wieder so moderner. Es war halt so, dass dann sich viele beschwert haben, sie wollten das so klassisch haben. Und dann haben es bei 9 und 10 das halt so ein 8-Bit gemacht. Diese Eisbären halten halt unnötig viel aus. Ich meine, ich bleib stehen und halb. Weil ich stehen bleibe aus dem Sprint. Ja, dann bin ich wieder am Ende der Stage gefühlt. Zumindest slide ich dahin. Denk ich mir halt auch nur, ja toll, danke. So, dann werden wir mal gucken. Ah, oh, ich hasse es. Zack. So, was haben wir denn hier oben? Zack. Wow. Easy Cerberus. Solange dir nichts zerst bei Cerberus. First Red. Ja, und jetzt kann ich mich umbringen, weil ich das Haar da oben nicht bekommen habe, oder? Ach, kannst du später holen. Und ja, es gibt so einige Secrets in dem Spiel. Aber die musst du nicht zwingend machen. Doch. Aber zu diesen Secrets gibt es meist Hinweise, wenn du sie findest. Ach Junge, oh, dieser Sprung ist so nervig. Ich mag die Eismechanik einfach nicht. Ich werde mich mit der in gar kein Mega Man Spiel anfreunden. Ach komm, jetzt hat's wieder nicht geklappt, weil dieser Sprung so unnötig knapp sein muss. Psychosaft. Klingt brauchbar. Erhöht Intelligenz. Ach, gib ich Sedan. So, weiter. Fail? So geht das richtig. Aber erstmal hier rein. Krähenkelch? Was ein komischer Name. Ja, Blitzattacke, richtig. Machen wir mal Sog. Ich glaube, Sog war Magie aussaugen, oder? Funktioniert das?
Bin ich. Ah, natürlich bin ich beim letzten Mal direkt vorm Boss gestorben. Danke für den Raid mit zwei Personen. Daydream? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, show me your moves. Namen Quick. So. Schön. Dann ist er auch erledigt. Oh, verdammtes Mistvieh. Da hat jemand Spaß. Ja, natürlich kann er den Boden einfrieren lassen. Du bist bei Freezeman? Ja. Das weißt du doch, dass er bei Freezeman ist. Nee, ich meine jetzt direkt in einem Bossraum. Ansonsten macht ein Bossgegner doch keinen Spaß, wenn er nicht den Boden einfrieren kann. Ach, Iris Place hat halt Spaß mit Mega Man 7 in der Legacy Collection 2. Jetzt darf ich diesen Scheiß nochmal machen. Ich hab keinen Bock auf diesen Scheiß Level. Glaub mir, das ist nicht das Schlimmste. Weißt du, was das Schlimmste ist? Es hat eine Eismechanik. Schlimmer geht es nicht. Doch, es geht. Du hast noch nicht Schlechtman gesehen. Wer ist Schlechtman? Einer der, die noch kommen. Ja, ich finde das eh dämlich, dass mir am Anfang vom Spiel gesagt wird, ja übrigens, du hast Pech gehabt, du darfst nur die 4 Robot Master machen. Für die anderen bist du halt noch zu schlecht, man. Ach ja, schlecht, man. Ich erinnere mich noch, wie Simon so Spaß mit dem hatte. Oh ja, oh, das war herrlich. Ich habe ihn ja extra so getauft, ne? Tja. Und Wiley selbst ist auch nicht gerade die beste Idee, die Capcom jemals hatte. Ich habe das Gefühl, dieses komplette Spiel war nicht die beste Idee, die Capcom jemals hatte. Auch das Spiel ist noch in Ordnung. Mega Man 7. Es gibt auch Leute, die mögen Mega Man and Bass. Also, da habe ich ja schon mitbekommen, dass es absolut grottig sein soll. Meine Frage, so eine rein hypothetische Annahme, kann ich das Haar von, keine Ahnung, was dieses Wort bildet, immer noch bekommen? Oh, kann ich das jetzt schon bekommen? Ja, das kannst du auch, müsste eigentlich gehen, meine ich. Die Frage ist nur, wie. So. Ah, nein. Oh, eine Heilung, schön. Nein, das war das falsche Item. Ich brauch den Hammer. Ah, verdammt, ja, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Supi. Toll, richtig super. Mag ich. Und vor allem die scheiß Plattform. Ah, da war's. Kommen ja nicht mal wieder, wenn man den Raum neu lädt. Ja, das geht dann wohl erst nach dem Tod oder wenn du das Level nochmal spielst. Oh, so, und dieser Scheißsprung hier am Ende. Die Hammerquanten haben schon ganz schön lange gedauert. Nope, das wäre absolut nichts geworden. Aber ich glaube, Raiden macht man über diese Livestream-Manager von Twitch, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch gar nicht gemacht bisher. Feuersperrt. Hatte ich das nicht schon mal? Nee, das war ein Fall durch, ne? Oh, fuck it.
Das ist stärker als das vorherige. Das ist schön. Steinbrecher. Okay, kann nur er bisher tragen. Und den Schuss ist eine schöne Sache. So. Ich gucke jetzt nochmal in den Stachelraum. Muss ich doch. Darf ich euch mal fragen? Was sind denn das für hässliche explodierende Kugeln? Die sehen irgendwie so ein bisschen aus wie das Gesicht von Garados bei Schubda-Wub-Attacke aus Pokémon Feuergrün. Hä? I'm firing my laser! Bleh. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, worum es geht gerade. Ja. Das sind doch die, die dann halt irgendwie so einen Schlitten anschieben und dann reinsteigen, oder? Nee, nee, die sind in den Schlitten drin und sagen sich dann Kamikaze. Ich meine, dass die das anschieben und dann Kamikaze machen. Es sieht zumindest so aus, als wären sie im Schlitten drin. Wurde gerade Kamikaze erwähnt. Tengu-Gegner macht es gerade bei mir. Sehr gut. Haben wir beide unsere Kamikaze-Typen. Können wir mal drüber reden, dass ich erst vor ein paar Tagen verstanden habe, warum der Anime Kamikaze Kaito-chan heißt? Kannst du gerne tun, wenn du Bedürfnis hast? Wenn ihr den kennt, heißt das natürlich. Ja, Jan, die Kamikaze-Diebin. Ja, kenne ich. Zwar nie komplett gesehen, aber ein paar einzelne Folgen. Ich habe alle Folgen soweit gesehen. Es ist ja verständlich, dass sie Diebin ist dass sie Jan heißt, ist auch verständlich, aber warum Kamikaze? Das weiß ich nicht. Naja, ganz einfach, bei jeder Verwandlung stürzt sie sich von irgendeinem Gebäude. Ach so. Das ist das ganze Ding? Naja, weiß ich nicht, aber ich meine, das ist das Einzige, was wirklich Sinn ergibt, nachdem ich das... Ich hab halt letztens eine Review zu Kamikaze Demon gesehen, von jemandem, wo ich mal gucken wollte, ob die Review gut ist, weil, ich meine, man weiß ja nicht, wenn man den Kanal nicht kennt, ob der Typ auch ein bisschen Ahnung hat von dem, was er sagt. Und ich muss sagen, das war eine verdammt gute Review, tatsächlich. Die hat nicht mal den Plot gespoilert. Und ja. Aber er hat es halt so erwähnt, dass sie sich bei jeder Verwandlung von einem Gebäude stürzt. Und da ist mir erst klar geworden, Moment mal. Deswegen heißt die Kamikaze die. Ja. Wollen wir das doch gleich mal austesten? Weil die Waffe klingt eigentlich sehr interessant, der Freeze Cracker. Wie komme ich da hin? Verflucht. Ich blick das gerade nicht. Ich dachte mir halt vorher immer, das liegt halt daran, weil sie halt immer vorher eine Warnung schickt und demzufolge die Polizei ja immer vor Ort ist. Ja, das könnte aber auch sein. Ja, aber ganz ehrlich, es ist ein Unterschied zwischen. Ich kündige meine Diebstähle an und ich begehe Selbstmord. Ja. Und Kamikaze heißt nun mal Selbstmord. Ja, Selbstmordangriff. Okay. Beziehungsweise, wenn man es 1:1 übersetzen würde, göttlicher Wind. Boah, diese Drecksviecher, ey. Hat es jetzt eigentlich irgendwelche Nachteile, dass es bei Windman angefangen hat zu regnen? Oder ist es rein der Ästhetik? Naja, sie ist, glaube ich, bei Plattformen nicht richtig, aber ansonsten. Ja, also.
Das ist halt auch so, wenn du zum Beispiel die Waffe von Freezeman hättest, würdest und dagegen schießt, würdest stattdessen schneien. Also ich habe jetzt die Waffe von Freezeman. Ich war halt nicht euphorisch, als ich den besiegt habe. Na Sonja, komm. Komm mal. Oder Windman, oder... Hieß der nicht Windman? Komm her, komm. Cloudman. Ach, Cloudman. Ja, Windman gab's schon in Wingman 6. Na komm, Sonja, komm. Na komm her, komm. Ihr fein Mäuschen, ja. So, meine unmissverständliche Meinung ist ja sowieso, dass sie aufgehört haben, Mega Man-Spiele großartig zu machen von einer Serie, weil ihnen die Ideen für den Namen ausgegangen sind. So. Mäuschen. Hm? Wir haben jetzt, wir hätten gerne wieder mal einen Windgegner, aber wir haben jetzt schon Wind, Wolken, Luft. Was? Nee, Mega Man 11 hast du noch nicht gespielt, Osama, oder? Nee. Tornado haben wir auch schon. Nein, nein, bitte noch nicht spoilern. Ach, wieder Tengus. Ich mag übrigens unsichtbare Plattformen absolut nicht. Tja, dann hör auf, den Regen zu produzieren. Machst du jetzt den Schnee? Naja, das Ding ist halt, Was auch, falsche Richtung. Die sind halt auch gerade noch da, obwohl gar kein Wetter Ach, ist. Fuck. Ich muss hoch. Quasi, da sehe ich die trotzdem nicht. Regeneration wollte ich gerade nicht. Heil wäre besser. Ja, das war nicht auf dich bezogen. Das war wegen. Keine Ahnung, noch zukünftigen Mega Man-Boss-Gegnern bezogen. Kann ja sein, dass da noch Namen genannt werden aus späteren Spielen. Mega Man 8, 9, 10, 11. Da sind ja noch genug, welche die kommen können, ne? Ja. Zum Beispiel. Mega Man Base. Proto Man. Ah, Proto Bruder. Es war eine Weile, ist jetzt schon nur zu. Okay, wie soll ich ihn sprechen? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Das ist jetzt schon eine Weile her, Mega Man. Hier ist eine kleine Information für dich. Deine Waffen können genutzt werden, um geheime Orte zu finden. Probier doch mal die Flammenwaffe in den Wald zu benutzen. Danke. Toll gemacht. Vielen Dank für Spoilern, Proto Man. Ah. Jetzt auf einmal. Okay. Scheint recht eh zu sein, aber nicht gleich. Okay, das war das mit dem Runterfahren. Genau. Ach ja. Heilung. Der Durchfall ist falsch. Übrigens, Loxi ist ja Mega Man-Titel in Arbeit, der nicht zur Klassikreihe gehört. Okay. Ich bin ja gespannt, wie du die Zero- und die ZX-Reihe findest. Auch Osama bin ich gespannt, wie er die findet.
Und dann gibt's ja noch Mega Man Legends. 1 und 2. Und der erste Teil gibt's auch für den N64, der nennt sich Mega Man 64. So, dann wollen wir mal. Vorsichtig, Sonja ist dahinter. Ja. Die hängt fest. Warum hilft ihr nicht? Weil du gerade die Tür aufgemacht hast. Das macht nur normalen Schaden. Guck mal, Simon. Simon, Baby. Kleines Kind. Hübscher. Simon. Simon. Wo bleibt der Frechdachs? Komm her, Simon. Simon. Ich habe hier eine Fliege für dich. Die fliegt mir gerade umher. Simon, Fliege. Du fängst doch so gerne Fliegen. Simon. Simon, hier ist eine Fliege. Ach. Gut, damit hat man den. Simon! Sie! Das ist sogar wahr. Simon! Ich streng mich nämlich an, sobald die Classic-Reihe durch ist, abgesehen von Mega Man 11, kommt Simon, dann komm Zero und die Act. Simon, komm! Wie soll ich ihn sonst noch anders rufen? Der kommt nicht. Mhm. Simon! Elektrisch geladene Sphären. Simon! Okay. You get Thunderbolt. Du erhältst Donnerblitz. Mega Man 7 ist übrigens berühmt dafür, für diese Gespräche mit Dr. Light. Burst Man. Scheiß Flieger. Eine Frage, kann ich überhaupt schon die Schwächen von den ganzen Bossen haben? Oder haben sich die Entwickler gesagt, ja, die ersten vier machst du bitte ohne Schwächen? Nee. Also, auf was war das jetzt bezogen? Auf das, was du gefragt hast. Auf Schwächen haben? Ja, wir haben jetzt... du kannst die Schwächen haben. Ah, okay. Ach, Mist, ich hab's befürchtet. Ich habe ein Schwächenviereck. Ich weiß nicht, ob es direkt ein Viereck ist. Nee, das wird so auch nichts. Okay, jetzt muss ich anders machen. Ah, oh, jetzt haben wir hier Säure oder was? Oder ist es einfach nur... Ist das Kloakensoße? Und was ist los, Simon? So, jetzt müsste aber klappen. Sag mir jetzt das Spiel Pech gehabt oder muss ich hier runter? Ich muss hier runter, okay. So, das hat funktioniert. Ach, das ist Seifenwasser, okay. Oh, Drachenheit, dann habe ich 6. Flugaxt. Und Kraftring. Oh, sieh, aber bleib mir bitte mit Vierecken fern. Ich kann das gerade nicht hören. Weiß schon, wir schreiben morgen eine Mathe-Klausur über Vektorenrechnung und danke, integrieren. Tess. Und... Meine Mathelehrerin hatte so einen kleinen Fable für Vierecke. All the squares makes a circle. All the squares makes a circle. Ne, Osama? Mhm. All diese Vierecke machen einen Kreis. Gut.
Scheißfliege, lass mich in Ruhe. Ich bin auf jeden Fall ein großer Freund davon, dass ich auf diesem Wasser schwimmen kann. Kapselmonster, Radini schließe ich an. Das ist eine sehr, sehr, sehr willkommene Erneuerung, meiner Meinung nach. Auf die Blöcke hier hätte ich aber getrost verzichten können. Yay. Yay. Hat's gut gemacht, mein Kapselmonster. Ah, verdammt. Wie viele Kapselmonster habe ich denn jetzt eigentlich? 5. 2 fehlen noch. Da bin ich wohl zu früh reingesprungen, jetzt bin ich tot. Na super. Aha, ich greif zuerst an. Mach mal Junkman. Und ich flüchte versehentlich. Jetzt toll. Ich stimme dir komplett zu, Xi. Die Blöcke klingen auch nicht so, als hätten sie Spaß, dann hier zu sein. Sind das die Yoku-Blöcke? Oder wie sie heißen? Ja, dann sind das die. Und hier sind jetzt halt eine Menge Küchenschaben. Na, super. Und wirst du auch Mega Man Unlimited spielen, oder wie es hieß? Weiß ich nicht. Ist ein Fangame. Ich weiß da noch nicht, ob ich zocke oder nicht. Osoma hat ja auch viel Spaß bei Mega Man Cross Street Fighter. Street Fighter, oder habe ich mich gerade verhört? Osoma sagt Street Fighter. Der Titel heißt schon Street Fighter. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Der eigentliche Titel ist Street Fighter, aber er sagt. Ja, also nein. Street Fighter. Der heißt hundertprozentig Street Fighter. Ich habe das immer so gelesen. Es muss so sein, heißen. Oh, nervige Drecksviecher. Ich hoffe, ihr sterbt elendig. Wir haben eine Atombombe auf die, wobei das überleben die ja. Ach, Mann. Ups. Was ist denn so witzig? Deine Aufreger. So, machen wir noch ein paar Tengus platt. Mit ihrer Kamikaze-Attacke. Kommt sogar gerade. Da oben muss doch was sein. Blitzattacke. Von oben. Ich kann immer noch keinen Feuersturm einsetzen, schade. Na gut, dann ist hier halt nichts. Nun ist doch halt nichts. Wenn da nichts ist, ist da nichts. Wo auch immer du das meinst. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Junge, was bist du denn für ein Vieh? Osoma, screamst du eigentlich noch selber? Ja. Ich dachte, du wolltest aufhören, wenn Pokespot dran ist. Dachte ich mir auch. Was wird dann? Ich wollte gerade sagen, hat zu viel Spaß, aber wenn du sagst, läuft so gut, ist das ein anderer Grund. Kann ja auch nicht sein. Ich werde wahrscheinlich, ich bin jetzt gerade in Akaba. Wenn ich bei dem Boss in Akaba bin, werde ich wahrscheinlich sowieso wieder so einen Nervenzusammenbruch kriegen, dass ich dann aufhöre, aber. Ach, kriegst du wieder so einen Tyranigma-Flash? Nein. So schlecht ist das Spiel nicht. Ich meinte, weil dir dann der Gegner auf den Sack geht, so. Nicht weil das Spiel schlecht ist, sondern weil der Gegner auf den Sack geht. Welcher Gegner ging mir denn auf den Sack? Naja, zum Beispiel diese, Tausendfüßler-Krug-Gegner. Och nee, alles nochmal. Oder halt die Wunderhöhle.
Die gehen mir jedenfalls total auf Eier. Hieß es eigentlich nicht, dass ich mir von den Schrauben irgendwie was kaufen kann? Ja. Was denn? Eine Tüte Spaß oder wie? Ich weiß gerade nicht, wie du in den Shop kommst, sondern muss von Stage Select Menü in den Shop kommen. Okay. Ich weiß nicht, da kann ich mir eine Tüte Haribo für zwischendurch kaufen, um mich zu heilen, ja, oder wie. Gut. Hier, Mega Man, du hast zum siebten Mal die Welt gerettet. Hier hast du eine kleine Tüte Haribo. Aber heb sie dir gut auf. Du weißt nicht, wenn du sie jetzt hast. Ihr seid bestimmt Reisekrieger. Ihr braucht unbedingt ein Schiff für den Rest eurer Reise. Ich hörte, es wäre ein Schiff günstig zu verkaufen. Wollt ihr mal mit dem Händler reden? Ja. Gut, folgt mir. Ach, das hatte ich beim letzten Mal aber nicht. Komisch. Hallo, ich habe dir einen Kunden mitgebracht. Hoppla, wo ist Lex hingegangen? Er muss im Labor sein. Seid ihr diejenigen, die an dem Schiff interessiert sind? Naja, anschauen kostet ja nichts. Das ist es. Es ist fast wie neu und ein richtiges Schnäppchen. Warum will der Besitzer ein fast neues Schiff verkaufen? Der Besitzer ist Lexus Shire. Der ist vielleicht komisch und er denkt, er sei ein genialer Erfinder. Er findet immer seltsame Sachen und weil es eine Menge kostet, braucht er ständig Geld. Wie konnte er es sich dann leisten, dieses Schiff zu kaufen? Naja, er sagt, er hat einen reichen Typ dazu überredet, eine seiner Erfindungen zu kaufen. Das klingt ziemlich unglaubwürdig. Am besten, wir schauen uns den Typ mal persönlich an. Vielleicht ist er wirklich ein Genie. Lex ist in der Höhle nördlich von hier. Dort ist sein Labor. Redet auf jeden Fall persönlich mit ihm. Okay. Dann muss ich da jetzt hin. Aber ich würde sagen, das mache ich dann beim nächsten Mal. Und ich beende für heute meinen Stream. Super, ich bin 2 Zentimeter vom Boss gestorben. Yay. So. Gut. Dann war's das für diesen Stream. Ich verabschiede mich und tschüss bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Und ich gucke mal, ob ich das hinkriege, wie man rated. Stream Manager. Okay, ich glaube, das hat sehr effektiven Schaden gemacht. Ja, das hat sehr effektiven Schaden gemacht. Watch Party, ein Zuschauer, ja. Sitzung, Aufruf, Follower. Drunter wächst Leiden. Mega Man, warum kannst du eigentlich am Ende von der Stage immer so hoch springen, aber nicht mal mitten in der Stage? Ah, da ist es ja, kann er raiden. Ha, hier haben wir wieder das obligatorische Schild bekommen. Super. Gut, dann raid ich mal den Osoma. Raid beginnen. Burstman. Jetzt raiden. Okay. Ach, ich hoste dann auch automatisch. Verstehe.